OCB, das waren, glaube ich, 250.000 Dollar. Da hier geht ja die Post ab, Alter, das sag ich dir aber. Berliner seit 2016 oder so. Oder 2015, ich weiß nicht mehr, da habe ich schon angefangen damit. Wo sind denn all meine Freunde? Ja, Beritan, klar, habe ich SMP gezockt auf jedem deutschen Server. Und am Ende auf 7 Zwerge. Mit Johnny zusammen. Ja, Schattenbund, ich krieg das aber nicht weg. Ich habe einen extra neuen Key gekauft gestern, Alter. Ich muss unbedingt Windows aktivieren. Wo sind alle? Hab ich keine Freunde mehr? Oh oh. Was denn? Ach so, was los? Wo sind alle? Wo sind was? Ich bin ganz alleine. Oh nein. Wo seid ihr? Wollt ihr mich nicht dabei Hier. haben? Doch, hier sind wir. Hallo. Oh, Hukulu. Hukulu. Wir waren kurz in der Eastside. Oh, bei den Aber Albanern? Party. Ja, auch. Was für eine Party? Weiß ich nicht. Irgendwer. Die chillen alle in der 49er-Hut und wollen wollen sich streiten, streiten, wer die wer die Straße Straße bekommt. bekommt. Wer chillt da? BUM, Alle. die Hä? Eastside Neighbor und. Und für einen Motor ausmachen. Weiß ich nicht. Warte mal, die chillen alle bei diesen. Bei den Albanern. Nee, gegenüber. Ja, aber die Roten. Ich wollte nur Achtung, eines. Achtung, Achtung, Ach, die Achtung, kämpfen um den Achtung, Turf? Achtung. Nee, das ist eher so ein. Spread in the room, Ekelhaft. fool. Hä, ja, dann erklär mal, was meinst du? Ja, die legen alle Keine Schwanz Ahnung, auf was den Tisch und wichsen ja. sich gegenseitig ein. Ja, irgendwie so genau. Hä, warum? Weiß ich Weil, nicht. keine Deswegen Ahnung. sind wir wieder gefahren. Das war Weil zu. das sind Dullis. Ja. Guck mal, dein Bruder hat sich rausgetraut. Welcher Bruder? Himba. Wo? Weiß ich Der nicht. mit dem Roten? Nein, das ist Shorty. Der hier kommt. Tag zusammen! Hallo, Delma! Hallo! Hey, fuck! Tag zusammen! Was? Wer bist du denn? Das ist Shorty! Oh, ich bin in dein Auto gefahren, ne? Ich musste erstmal den Sitz nach hinten machen. Das ist Und wahr. den Kindersitz nach hinten Der schmeißen. Shorty ist von Sopranos. Ja, ich brauch das halt! Gas, wie geht's dir? Na, Dämmer, wie geht's dir? Mir geht's Gut, gut. wie geht's dir? Ich bin Sieht ganz verlobt seit anders aus. gestern, ne? Bist du Hallo? mein Trauerzeuge? Ja, ich bin traurig. Nee. Trauzeuge. Bin Ich nicht dachte, mehr ihr habt mich traurig. geheiratet. Aber wir haben verliebt gestern. Nein. Doch. Mit Ich habe Blumen. hab dir gesagt, entweder heiratest du mich oder ich lasse mich vom Auto befahren. Und habe mich auf die Straße gelegt. Also, heirate einfach mit John und City Das zusammen. war aber ein dicker Riegel. Wenn wir heiraten, machen Doch, wir hier wir im Park, Triple ne? Hochzeit, Triple Ja, Hochzeit. Ja. Triple aber ohne Hochzeit, Musik. Ich brauche einen Chor. Ich brauche vier Leute von euch, die da. Dam, die dam. Das ist dam, nicht dam, teuer, die ne? dam. Ich mach das. 7500 Mach Triple kostet Hochzeit. Dann machen wir flatten Vierer. Ich heirate Steffi. Gut. Und Nein, du der heiratest Jax nicht muss auf dem Rücken Steffi. die Ringe Warum bringen. nicht? Weil der hässliche Memo dich schon angepackt hat. Nein, die hat mich Du! eben massiert. Nein, Frag den riech an ihrem Fuß. Riech nach Nein, Ziege. ich riech da abends dran. Die will, dass ich auf den Arsch hau. Derkan, ich bin schwanger! Was? Was? Warte, wir holen kurz Steffi dazu. George, ich fahr dein Auto jetzt, ne? Ja, aber ich würde das blau machen, wegen den Sitzen. Ja, und wegen Jax. Nein, ich finde rot cool eigentlich. Aber die Sitze sind blau. Ja, ist doch egal. Bist du ein Polizeihund? Ich mach irgendwann andere rein. Nein. Ich muss nur welche finden. So, ihr Deutscher, jetzt können wir das ausdiskutieren. Momo. Aber Steffi, du darfst mein Cousin. Bist du mein Cousin oder mein Bruder? Wir sind Zwillinge. Also. Und hast du nur die gleiche Haare wie ich?
Ja, ich hab die Haare wie Pferdes. Du darfst meinen Cousin nicht heiraten. Doch, darfst du, mach auf jeden Fall. Keres, guck da, was ist viel zu jung, du bist schon alt. Bist du dumm? Guck das Auto an. Oh, ist das deins? Ja. Kann ich eine Runde fahren? Nein, die muss mich erst heiraten, unbedingt. Ja, komm, dann wir fahren eine Runde. Komm her, kriegst du einen Schlüssel. Da gibt einen Klatsch auf den Arsch, Steffi. Ist das ein Bugatti? Das sage ich dir aber sowas von. Ja. Boah, der sieht aus wie ein Moment. Danke, komm da mal. Danke. Geld weg, ihr Drogensüchtigen. Ich fahre jetzt Bambogini. Ja, viel Spaß dabei. Du Halbgeschmackter. Wir hapfeln. Geh zum Schlüsseldienst, mach extra Schlüssel für mich, bitte. Okay, oh mein Gott. Aber geheim, aber das geheim. Okay, ich mach zwei, drei. Ja, 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 danke. Matchbox-Auto. Ja. Boah, das ist so schnell. Boah, lass nach. Was ist denn das her? Ich hab gute Stimme. Mach das nochmal. Du musst aber erst ganz schnell fahren. Okay. Guck nix. Da war der Turbo und jetzt geht's ab nach. Was war das denn? Das war der Turbo. Immer wenn du in den fünften Gang schaltest. 4, 5. Komm, wir machen Schlüssel nach. Ja, das Schlüssel nachmachen. Slide. Was sagst du zu meinen Jeansjacke? Die habe ich voll vom Vater. Cool. Die ist echt cool. Die haben mir alle verboten, das T-Shirt hier anzuziehen. Das Nummernschild ist saftig, Bruder. Ja, man, saftiges ist Rind. Wie macht der Turbo-Nummer? Ihr müsst mir gleich beim Fahren testen. Kannst du das nicht mit dem Mund? Aber ich muss kurz pupsen. Halt einfach deine scheiß Schnauze, Dämmer. Ich hab da gar nichts gesagt. Die Hunde, die Hunde. Die hat uns erwischt. Wir wurden geboren. Wie hat die das gewusst? Was denn? Ich mach für Dämmer, für den Verladen. Was? Die Steffi wollte uns gerade Schlüssel nachmachen. Ach so, ne, ich mach keinen Schlüssel von Bugatti. Boah, nein. Für den Finn, für den Italy. Bei der mir gestern sein gegeben hat. Okay, dann ist er gut. Bist du dir sicher? Ja. Sicher, sicher. Ihr habt uns geboren. Was hast du denn in deiner Hand? Deine Mutter. Dreh dich mal um. Die Hure. Komm, Dama, wir müssen nach. Wo müssen wir nochmal hin, Dama? Wohin wir müssen? Ja. Mach Platz! Wie viel soll ich nachmachen? Oha! Teleportation! Mach mal Auto an! Aber ich. Wir sind die Huren! Ja! Nein, nein, wir sind keine Huren. Was? Wir waren doch letztes Mal die Huren. Aber das war nur Halloween. Halloween-Kostüm. Boah, das schönes Auto, ne? Schmutz bleibt Schmutz. Was? Was? Hä? Hä? War das Herr Fischer? Weiß nicht. Hast du den auch gehört? Nein. Halli, da frag mal, ob die mitwollen. Ey, Mädchen. Hallo? Du musst fragen, ob die mitwollen. Wollt ihr mit? Eh kein Platz. Oh.
bin ganz schön frech. Der Jack wollte mich eben hauen. Welcher Jack? Der Jack. Bah, der hat immer Nikotinklumpen im Hals. Ja, der hat eh keine Ausdauer gehabt. Von Leidenschaftsbasis her. Mein Schwein tut weh. Hast du jetzt, Die ja, Verlängerungsgabel. Die ja. Ja? Wieso nur eins, du Geier? Nein, ich hab 3 gemacht. Ah, geil, ich will Steffi auch autoklaren. Wie siehst du eigentlich schon wieder aus? Wie ein Sportler. Footballspieler. Du bist aber kein Footballspieler. Na klar. Aber du hast, Ador, du hast Schminkel, ne? Ja. Ich will nicht so den, das sind als Huren. Huren? Mhm. Fotze! Lass das. Ich hasse das. Hör auf damit. Deine Mutter Hundefutter. Hör auf damit. Mach das nicht. Ich will ja sowas nicht hören. Okay. Du Idiot. Sei nicht böse auf mich. Mach das nicht mehr. Na gut. Das ist okay. Ja. Ich war zu geboren. Halt die Schnauze, Junge. Weißt du, halt einfach den Schnauze. Du Hurensohn. Hallo? Ich weißt krieg du, welche Position ich bei Fußball spiele? Ich bin der Kicker. Zu Basso und Denver. Mit dem Klappstuhl. Meine Augenbein. Meine Augenbein. Ich bin so geboren. Ist dir nicht auch wirklich nur Schminke in Auge gelaufen? Oh, nee, mein Bauch tut weh. Oh, das habe ich letzte Nacht auch gehört. Hör auf damit. Ich will das nicht mehr hören. Scheiß Hochzeit. Scheiß Verlobung. Warum Ess das eure denn? Blumen. Was? Nein, du darfst keine Blumen essen. Doch, wenn, anstatt ihr die nicht werfen könnt, dann esse ich die vorher. Dann müsst ihr Schlüsselringe werfen oder so. Footy Loops. Boah, halt deinen scheiß Schnurzelimmer. Nur ich bleib hier zu sitzen. Mit deinem scheiß Klappstuhl. Ich hab auch einen. Schön für dich, ich hatte den zuerst. Mein hat sogar Tarnumhang. Komm. Ich bin so geboren. Tag zusammen. Wie geboren? Danke dir. Wo ist der Finn? Der ist gerade seiner Oma helfen, glaube ich. Bah. Der Badewanne. Ja, die ist wieder, die hat wieder Hexenschuss. Hexenschuss in Badewanne? Ja. Beim Hexenschuss muss man seine Füße hinterm Ohr tun. Mila macht das immer, dann räuscht die durch die Bude. Also er hat das letzte Mal versucht, da hat die so... Halt die Fresse! Entschuldigung. Das mich bis dann an Jack erinnert. Beim Hexenschuss öffnet sich der Schließmuskel und es läuft alles raus. Das stimmt gar nicht. Hab ich gelesen. Du kannst gar nicht lesen. Wahlbuch, Bilderbuch. Greif ich nie wieder an. Griffi, bist du jetzt bei den Sopranos? Ich bin der Don Don Digimon von denen. Aber du hast gar keinen Helm auf. Man nennt... Der liegt im Auto. Man nennt Griffi auch Diablo Piccolo. Wilde Pizza, ne? Ja, von Diablo Piccolo. Da Ötter. Du Hure. Du Nutte. Und der Bademeister ist El Giraffe. Was? Bademeister ist El Giraffe. Wer ist das? Der Bruder von Diablo Piccolo. Aber wer ist Diablo Piccolo?
Der Bruder von El Giraffe. Ah, oh, Steffi, geile Sau. Au! Das hat er von mir gelernt. Ja. Aber warum haust du dem Nacken? Weiß ich nicht im Nacken hauen. Komm da mal gegen die Hübsch machen. Die Steffi mag dich nicht so. Nein, du musst. Ja, die Steffi will einen Gentleman. Wir müssen pumpen. Ja, komm, wir gehen kurz pumpen. Zeig mal dein T-Shirt. Guck mal. Zeig mal dein T-Shirt. Das beste T-Shirt aus der City hat er sich genommen. Das. Wie kannst du das anziehen mit verschränkten Armen? Okay, schmeiß das weg. Das sieht scheiße aus. Das hat er von Jax geklaut, höchstpersönlich. Genau. Getragen von dem drei Wochen. Deshalb stinkt das so. Ich hab gebrochen Nase. Komm. Komm denn mal. Wir müssen dich hübsch machen. Welches Auto willst du fahren? Alle. Oh, was ist denn das hier? Und seine letzte. Ist das unser? Ich glaube, das ist ein Schrottrover. Also der Goofy ist da mit ihm gefahren. Hallo? Hallo, ich bin verletzt bei Codys Hilfe. Oh, komm schnell, Dimmer. Hä? Komm Hilfe. Schnell. Ich werde belästigt. Welche nehmen wir? 1, 2, 3. Bugatti. Bugatti. I woke up in a Bugatti. Mila wird belästigt. Belästigt? Hilfe. Bei Codys. Jetzt gibt's ein Brett. Wir fahren jetzt weg, glaube ich. Was für ein Auto? Gelb. Orange. Was haben die gesagt? Gelb. Hallo, Mila. Oha, das gilt nicht. Hilfe, bitte. Lass sie doch. Und was ich hier mache und ich so, ich warte auf Essen und die ich so... Ich seh dich, ich seh dich. Hilfe! Ramin! Den Ficken melden mal. Hast du Knarre? Ja. Die hässlichen Jadis kriegen jetzt endlich ein Brett. Schalte du, ich muss popeln. Ja. Mach Turbo! Ja, ich mach Turbo. Ich wollte doch nur essen. Da bin ich belästigt. Stockelnauge! Nein! Ich werde Kaubombe. Warte, ich muss mich konzentrieren. Komm zurück! Wir haben Verfolgungsjagd. Oh, oh. Was geht ab, Jungs? Oh, boah, Motorrad. Hey! Aber ich bin besser als der. Ja. Hat's Racing Simulator doch gelohnt. Wow. Bleib sofort stehen. Das geht ab, dein Knarre. Soll ich? Mhm. Zeig jetzt. Warte. Soll ich auf die schieße? Gib einen Warnschuss ab im Kopf. Nein, nicht im Kopf. Aufs Nummernschild. Hallo. Bleib stehen, du Pellner. Du kannst eh kein Auto fahren. Kann euer Auto disablen? Mach. Soll ich? Ja. Wallabibu? Ja, Wallabibu. Trau mich Walla nicht. Wallabibu, mach jetzt. Ich hab's doch nie auf Menschen mach, geschossen. Du sollst aufs Auto schießen. Nochmal. Oha. Wir schießen auch. Hallo? Oh. Stehen bleiben. Hallo? Die sind ja wieder Jacks. Aber die sind da keine Menschen. Oh mein Gott. Nur drei. Ich ruf Bademeister. Ja. Bademeister. Anrufen. Hallo Bademeister, wir brauchen ganz dringend Hilfe. Wir verfolgen ein gelbes Auto. Kürzt nicht mit Bugatti. Wir fahren gerade Richtung nicht Norden Autobahn, sondern Baustelle in der Stadt. Richtung hoch. Wir fahren jetzt Richtung Baustelle. Der hat gebremst. Er fährt weiter.
Wir haben einmal geschossen, der hat zweimal geschossen, der hat Mila belästigt. Die halten nicht an. Der kann kein Auto fahren. Ja, deswegen fahren wir jetzt. Die müssen genau richtig. Der weiß fahren. Nicht. Arcadius. Arcadius. Okay, bisschen drüber. Wir sind... Bei United. Bei United gerade vorbei. Jetzt wieder runter am Rock Plaza. Runter in Richtung Stadt. Der fährt die ganze Zeit. Weiter. Arcadius wieder. Ja. Wir haben rot-weiße Bugatti, das gelbe Auto. Ich weiß nicht, was das ist. Wir haben in Italy. Italy. Gelber Italy. Nein. Die sind sehr schnell. Der bremst wieder. Wir sind noch dran. Maze Bank. Bankautomat. Kreis, Kreis, Kreis. Wieder geradeaus. Richtung Stadtpark. Richtung Pennepark. Sind jetzt am Pennepark. Am Pulsarbier. Fahren Richtung PD. Am PD rechts. Vor am PD rechts. Wieder Richtung Pennepark. Gerammt. Fahren wieder Richtung PD. Weiß nicht. Ich werde sie jetzt gleich erschießen. Ja? Das sind Max und Finn, sagt der Bademeister. Lila Leute. Warum lachen sie? Wir schreiben. Die schreien. Wir haben die verloren. Nein, der Bademeister hat die gefunden. Wo? Links, Brücke. Wo? Warte. Wo bist du, Bademeister? Du führst mich falsch. Wo? Lass Südrichtung Diamond Casino. Was? Weinwood PD. Wo ist ein Wein? Also. Ja. Fahren runter Richtung Ammunition, Weinwood. Wo? Am Weinwood Ammunition rechts vorbei. Richtung Handyladen. Fahren hoch. So viele Autos. Wo fahren die hin? Wo? Okay. Ja, wo, okay? Ich wiederhole, was Leon, Bademeister sagt. Wer ist Leon? Kurze Werbeunterbrechung. Wo sind die? Blau Paragon? Ich fahre jetzt nach Hause. Oben am Kino, die werden verfolgt, jetzt wird der Bademeister verfolgt. Kino? Ja. Das ist aber hier oben. Maze Bank. Fahren die Richtung Tikalala? Fahrt die Richtung Tikalala? Fahren im Kreis an der Bank. Schneid dich an. Hab ich. Dann seit du auf Gas gerückt hast. Sollen wir Verstärkung rufen? Da seid ihr doch. Hinter dir. Sind wir. Du bist ein blaues Auto. Oh, der hat uns gerammt. Nein. Aua. Wir sind an der Maze Bank. Runter Richtung... Da vorne fährt er. Ja, Richtung Rocket Club. Jetzt fahren wir in die Westside. Eastside, du Idiot. Eastside. Wir fahren Eastside. Wir sind Mirror Park. Boah, ich fahr wie ein Gott, ne? Ja, göttlich. Köstlich. Girls. Ich pittern jetzt von den. Ist eh nicht unser Auto. Schneinschalen. Hab ich. Hast du gesehen, wie ich die Kurve genommen hab? Geil. Nein, wir fahren jetzt wieder Richtung Stadt am Mirrorpark Brücke. Richtung Stadt. Richtung Pennepark. Ich hab noch nie so viel in meinem Leben geredet. Oh, hier ist nicht gut vorbeizurasen. Pennepark. Fahren Pennepark. Wir haben einen Pit. Jetzt fahren wir
weiter geradeaus Richtung Arcadius wieder. Mit wem telefonierst du? Bademeister. Aber der sitzt doch in dem blauen Auto. Nein, der ist nicht in dem blauen Auto. Aber das sind unsere Autos. Das sind unsere Autos. Bademeister, die Telefonrechnung ist schon... Bleib stehen! Euch, ihr Wichser. Bleib stehen! Telefonierst du und sitzt in dem Auto und haust von mir ab? Bleib stehen! Wir machen gerade Massenkarambolage. Nur das Auto ist kaputt. Auto ist da kaputt. Da fährt doch einer von uns. Ja, Kai sagt, Auto ist kaputt. Hör mal, der macht komische Geräusche, der Auto. Oh, ich glaube, das Auto ist nicht mehr gut. Das ist abgelaufen. Das Auto ist nicht mehr gut. Oh. Das hat ein paar Schrammen, das müssen wir zur Werkstatt bringen. Wo sind wir, Curtis? Wir sind Bausteller. Bausteller. Ja, große. Beim Chinesenmarkt. Ich glaube, das Bert, das Reifen klemmt. Das Reifen klemmt. Bisschen. Überhitzter Schädeldecke. Darf mir das zum Park zu rein, Curtis? Ne, wir müssen zur Werkstatt. Nein, wir müssen zur Werkstatt, sagt er. Die müssen das reparieren. Wir fahren zu Bennys. Okay, ich liebe dich. Du musst erklären, was passiert ist, Dummer. Ja, wir haben gepittet. Jemanden. Die Steffi wird ja auf ihm mal böse sein. Ja. Zeig dem einfach, was der für Motorgeräusche macht. Oh oh. Das heißt nichts. Hallo, Gutes. Mr. Grove. Kann ich euch helfen? Ja, wir brauchen ein Auto kaputt. Braucht ihr eine Reparatur oder was? Ja, wir haben gerade Verfolgung gesagt. Ja, haben wir gemerkt. Ja, aber ich habe keinen getroffen von euch. Nee, aber es war, hat auch nicht viel gefehlt, ne? Ja, aber ich bin Profifahrer. Sieht das Auto gut aus? Ja. Findest du? Ja, kaputt, ne? Vorne und so. Hier. Echt? Schon eingedrückt. Wie lange dauert ein Reparatur? Weil sonst gehen wir das so ab, dass nur Leiber. Der Schaden so 90 Minuten. Was? Ja, wir müssen das erstmal ausbeulen und so, Mann. Ja, hört ihr erstmal den Turbo an. Ja, ui. Der macht ganz komische Geräusche. Ja, der Turbo ist auch kaputt. Ja, oh, oh, oh. Wir können das reparieren. Okay, wie teuer ist das? Seid ihr gerade hier durchgeballert? Nö. Wir haben nicht geschossen, wir sind nur gefahren. Ja, meint ihr? Ja, wir haben jemanden verfolgt. Ja, aber nicht hier, oder? Doch, der ist hier lang gefahren. Ja, aber könnt ihr nächstes Mal vielleicht ein bisschen langsamer hier durchfahren, weil dann hier stehen auch Leute. Dann sag das denen, den wir verfolgen, ja, der ist schneller mal gefahren. Hallo, wer bist du? Wie, mein Auto ist kaputt. Dein Auto, nein, das ist ganz. Das ist nicht kaputt. Warum kommt ihr jetzt hierher und sagen, die glauben, mein Auto ist kaputt? Nein, das ist nicht kaputt. Wir lassen nur Öl prüfen, Öl. Hört es? Das ist nicht kaputt. Das Auto ist nagelneu. Das ist, ja, ich weiß, dass das neu ist. Aber das ist wo nicht ist kaputt. Wo ist das Auto? Das ist bei der Werkstatt. Wie? Das wir müssen so Öl überprüfen. Weil der Turbo macht komische Geräusche. Bring mir mein Auto wieder. Ja, 90 Minuten bringe ich dir das. 90 Minuten. 90 Minuten? Ja, weil da ist viel Öl drin. Da ist viel dauert. Öl drin, aha. Welche Werkstatt? Das kann ich dir nicht sagen, welche Werkstatt. Welche Werkstatt? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Welche Werkstatt? Hören Sie bitte auf, mich anzuschreien. Welche Werkstatt, verdammt doch mal? Hören Sie auf, mich anzuschreien, sonst sehen Sie heute nie wieder. Kann ich euch helfen? Ja, wir ich muss das jetzt reparieren lassen. Warte. Ich habe hier kompetente Werkstattleute. Oh oh, Steffi ruft mich an. Oh oh, der hat aufgelegt. Ich brauche eine ganz schnelle Reparatur. Hallo? Was ist denn kaputt? Ja, guck dir das mal vorne an, das was sieht aus. Was ist denn wir sind in Waschen. Ja, das müssen ey, bevor wir vorne, das machen, ne? Ey, nächstes Mal ein bisschen langsamer durch, ja? Genau, wir haben jemanden verfolgt. Ja, aber... Und ich wasch den. Ihr habt doch gesehen, wie gut ich fahren kann. Wenn da eine, ja, nö, wenn du aber irgendwie mal die Kontrolle verlierst und eine keine Menge Werkstatt, da reinballerst, ne? Waschanlage. Okay. Ey, ja. Oh, hat sie dich geschrocken? Entschuldigung. Die findet uns, hat die gesagt. Was? Aber die findet uns. Du bist entgegengeballert damit. Wir haben einen Italy gepettet. Ah, ah. Hallo? Ja,
Ja, gut. Mein Carbon auf Carbon, ne? Ja, aber ist eh nicht mein Auto, ist mir egal. Ja, das. Ja. Okay. Sie hat gesagt, sie will uns finden, aber ich hatte gesagt, dass wir in Waschanlage sind. Ja, dann fahr mal hinten rein. Okay. Wir sind in Waschanlage, Steffi. Der Reifen vorne klemmt. Die, okay. Gleich geht Verbindung, weil es irgendwie... Na, gilt schon. ...ganz viele Waschlappen hier... Sag, wir haben keine Verbindung, Handy. ...drin, weil da geht auch was... Oh, oh. ...lappen. Oh! Okay, die hat aufgelegt. Die ist sauer. Kallis. Der Reifen klemmt. Wir müssen das Auto hier abstellen und weglaufen. Nein, wir können nicht weglaufen. So, ja, ich lass schon. Das mal stehen. Gamba, du musst eingestehen, dass du das Auto kaputt gemacht hast, okay? Was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, das ist Tor. Ich war das nicht. Gamba ist gefahren, ne? Ich hab gar keinen Führerschein. Ich auch nicht. ist das nur. Oh, oh. Ist das normal, dass beim Fahren das Lenkrad halt abgeht? Ihr müsst das Auto verstecken. Bei einem kaputten Auto, auch. Ja? Weil das Lenkrad ist vorhin abgegangen. Das ist ein Feature. Ich darf uns nicht finden, die tötet uns. Ja. Das ist ein Feature. Demba hat das Auto kaputt gemacht. Nein, das war Curtis. Nein, Demba ist gefahren. Ich hab geschlafen. Curtis hat in Italien gepittet. Hab dich doch gerade am Fahrersitz gesehen. Ich bin ja, nicht gefahren. Ich bin raus aus dem Schneider. Oh, eine Windschutzscheibe hat es auch nicht mehr. Stimmt, Demba hat er rausgeschossen. Hab ich gar nicht. Klar, du hast rausgetreten. Du Hund. Nein. Grüßt euch. Grüßt euch. Wie teuer wäre das ungefähr? Oh ja. Hast du gebrochen? Mal kaputt. Kurz gekotzt. Kannst du nicht Carbon wegmachen und Stahl dafür? Oh oh. Oh oh. Stahl. Ich muss mich verstecken. Oh oh. Oh Müll. Gar nicht abhauen. Mein schönes Auto, ich hasse dich. Wo bist du? Hat die mich jetzt echt nicht gesehen, Alter? Ist die echt an mir vorbeigerannt, Junge? Nicht hier und krumm, ich muss mich verstecken. Was haben die? Ich muss mal den Lagerstand prüfen. Okay. Ich brauche Hilfe. Gib mir dein Shirt. Ich gebe dir mal ein Tuch ins Ruß. Okay. Boah, das ist eine gute Idee. Ja, nimm. Willst du auch einen Hut tauschen? Ja. Ah, hier. Hier. Okay. Warte, ich gucke, ob Luft dran ist. Ah, lauf. Lauf schnell, lauf. Ich gleich, oder was? Wenn das fertig ist. Ich denke, das braucht aber so anderthalb Stunden oder so. Es funktioniert, Junge! Lass mich! Lass mich! Du Arschloch! Lass mich! Ich hasse dich! Ich war das du nicht! Du bezahlst die Rechnung! Demba war kannst das! Kannst du wissen? Wo ist Demba? Wo ist er? Weiß nicht! Ich schlag dich nicht, keine Ahnung. Lass mich! Lass mich! Haha, fuck you! Ich hab mich versteckt auf dem Dach. Ja, was meinst du, was ich getan hab? Der hat mit einem Schlappen nach mir geworfen.
Die ist breitbeinig gegangen. Weißt du, was das heißt? Dass die schwanger ist? Nein, die will Klöppe. Die darf nicht kloppen. Nein, der Einzige, der hier... Warum hast du das Auto kaputt gemacht? Warum bist du gefahren? Du bist gefahren. Du hast ihn gepittet. Du bist gefahren. Du hast geschaltet. Du bist gepittet. Du bist so dumm geboren. Du bist geboren. Was machen wir jetzt? Ich hab mich versteckt. Die kennt alle. Die bumst mit jedem. Ich lieg bei so einem Obdachlosen im Zelt. Oh, unter bist der du Brücke. Bei Mamo? Nee, der heißt nicht Mamo, oder? Heißt du Mamo? Oh, da oben bin ich. Boah, sehe ich cool aus. Boah, hier stinkt's voll. Boah, der pupst. Oh, da ist die, da ist die. Die ist vor dem Laden. Ich bin weggelaufen vom Laden. Ich bin noch hier. Ich komme nicht runter, ich bin am Dach, du musst mir helfen. Am Dach? Ja. Okay, ich guck mal, was ich tun kann. Leiter geklettert. Okay, ich guck mal, was ich tun kann. Okay. Komm mich hier rausholen. Ja, ich versuche. Wir brauchen einen Helikopter. Ich rufe Polizei. Okay. Sag, hier ist ein Geiselname. Ja. Wild gewordenes Rindviech wegen Auto. Ja. Die Klamotten zurück für die maximale Verwirrung. Gleich Wixer. Versuch dann mal, bis gleich. Lass mich da tauschen. Ja, für die maximale Verwirrung. Du hast kein gutes Parfüm auf dem T-Shirt. Ich kann mir sowas nicht leisten. Ich arbeite in der Werkstatt. Da. Dann ich muss hier weg. Ja, aber hier gibt's nur die eine Laderunde. Ne, da hinten ist auch eine Lade. Wo? Da hinten. Oh, ja, Mann. Haha. Vor allem sind auf Rage die Leitern richtig ekelhaft. Oh mein Gott, Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Meine Hände sind heiß. Die Luft rein? Ja. Wo ist die hin? Geh's nach Cody's. Würdest du mir mal einen Gefallen, wir haben ernst Wutschen zu reden. Warum? Ruf mal bitte Mila an. Ja. Und frag sie, ja, erst zuhören. Und frag sie ganz unvoreingenommen, was sie gerade macht. Die ist bei Cody's gewesen. Da war sie aber nicht. Ja, was willst du mir sagen? Bin hat den Verdacht, die betrügt dich. Ach, was laberst du? Okay, dann nicht. Bist du bescheuert? Die kann nicht meinen Namen schreiben. Gut. Die war bei Cody's. Ja, hallo? Betrugst du mich, Bitch? Was? Betrugst du mich? Voreingenommen. Nee. Finn hat gesagt, du betrugst mich. Ich betrug dich nicht. Der hat wo bist du? Ich hab grad einen Geisel. Ich verlang $5. Was für eine Geisel hast du? Was quatschst du? Weiß ich nicht, aber ich verlange $5. Was? Ich will $5 haben. Ich bin also Mittäter. Wo bist du? Wenn ich das wüsste. Mit wem bist du? Ich bin alleine quasi. Wer hat dich mitgenommen? Boah, muss ich dir alles aus der Nase rauspopeln? Niemand hat mich mitgenommen, ich bin allein. Du hast gesagt, du bist eine Geisel. Nein, ich bin mit einer Geisel, meine Geisel. Du hast dich selbst als Geisel genommen. Nein, jemand anderes und ich will $5 dafür. Jemand anderes hat dich als Geisel genommen. Nein, ich habe jemand als Geisel genommen. Wen hast du als Geisel genommen? Weiß ich doch nicht. Und wo bist du? Irgendwo in... Sind immer noch im Verladen? Ein Berg. Du bist mit einer Geisel auf den Berg gefahren.
Ja. Du betrügst mich nach unserer Verlobung. Soll ich zu dir kommen? Na, ich kann auch abbrechen. Boah, ey, hallo. Weißt du was, ich betrüg dich jetzt auch. Ich ficke jetzt alle. Die hat aufgelegt. Egal. Ja genau, deswegen ist es halt interessant, wo die jetzt hinfahren, ne? Das, nee. Ich stehe auf Mädchen. Ja. Oh, okay. Wo ist der Auto? Demba will die Bullen rufen. Die Bullen haben gerade was zu tun. Was denn? Vom PD sind alle. Wer denn? Die haben da gerade was, die verladen da gerade was, im Panzerwagen. Oh, da müssen wir die ausrauben. Ja. Ja, glauben wir auch, der Frank verfolgt die gerade. Frank raubt gerade die Apotheke neben dem PD aus, das juckt keinen. Oh, dann geh ich was ausrauben. Ja. Die fahren hier echt einen Prius? Ist heute ein bisschen laggy, kann das sein oder ist das nur bei mir so? Chat, ist der Stream in Ordnung? Pass auf! Gib mir all dein Geld! Wie, du hast nichts mehr, du Pellner? War nur Spaß. Fuck. Dimmel! Ja, Curtis, hilft rein. Komm schnell zu der Tankstelle in der Grove. Wir machen die Ausrauben. Wir rauben die aus, komm. Ja, aber ich hab keinen Maske. Egal, ohne, mach einfach Fratze. Schiel ein bisschen, mach so Hängemund. Hängemund. Komm schnell, ich fang schon an. Ich lauf. Ja. Ja. Bleib am Telefon. Tag Team Power Purse. So, fall dir ein hoch, gib mir deine Kasse. Gib her. Aber wir können uns durch, brauch keine Maske. Gib allen dein Geld. Ich bin da. Du brauchst gar nicht weg, der Operin weg. Der hat einfach die Kassen aufgelassen. Oh, du nicht. Was? Scheiße, der hat den Schlüssel mitgenommen. Fuck. Hä? Wir müssen was anderes überfallen. Ich hab nur eine leichte Sporthose an. Ich brauch Fahrrad. Boah, hier fahren so viele Autos. Fuck, das ist abgeschlossen. Hast du ein Auto? Nein, ich hab kein Auto. Was, wenn wir weg müssen? Ich raub die Apotheke aus. Apotheke? Lass einfach Codys ausrauben. Nein, der hat kein Geld. Komm zu einer Southside, zu dem Friseur in Straße. Da bist du doch. Wo? Hinter dir. Ich bin Zug. Tut, guck. Komm schnell. Aua, ich bin... Ich hab's gesehen. Aua. Tut. Aua. Bitte alle einsteigen, dieser Zug fährt nach... Warte, hier ist jemand, der raubt dir aus, komm schnell, wir rauben den aus. Nein! Das ist meine Apotheke! Weg hier! Meine! Deine Jungs waren sogar gerade noch hier. Welche Jungs? Wir sind schon weitergegangen. Hallo, das ist meine Apotheke! Mit dem Komoda. Fuck! Hallo. Ich brauch... Wir müssen irgendwo hin. Wohin? Irgendwas überfallen. Alle drehen durch. Was durch. Mit, Anarchie. Welche wo?
Eastside, diese Nico-Store. Ja, aber wir sind zu Fuß. Also, wir können euch gleich mitnehmen. Das ist aber ja, unsere Apotheke. Ich rufe die Polizei. Oh. Ja, die haben eh keine Zeit gehabt. Versucht doch Tanke. Und ich wollte Tanke. Ja, ja die Polizei. Ach, ja, die nicht Polizei. Mano. Toll, was geben wir befallen? Weiß nicht. Lass Penner Park überfallen, Junkie Park, alles. Das sind voll die Lutscher, die kriegen Brett. Genau. Ein Glückchen. Ein Glückchen. Sollte die neuen Bowlers. Was für Bowlers? Ja, Bowlers sind eingezogen. Wo? Irgendwo die Alten sind wieder da. Die wo wohnen die denn? Aufbauen wieder. Hm? Wer, die 56? Weiß nicht, hab nicht mit denen geredet. Aber wo wohnen die? Bei Projects da, eine weiter. Geist noch, Alter. Ach, ihr seid die 44er. Ja. Mit Milch. Richtig. Und da gegenüber, Davis Street. Weißt du, wenn die Straße weiter da halt. Ja, gegenüber sind die Grove. Nein, nicht gegenüber. Wenn du die Straße weiter fährst. Ja, Davis Street. Boah, alles ja, voll hier in den Kaff. Alle wohnen irgendwo. Ja, ja. Was kommt mit denen die Jagd ist überfallen. Ja, lass die Jagd. Ich hab letztens einen Fleck von denen geklaut. Ich hab letztens mal Garten. Let's go. Briefkasten getreten. Hast du eine Knarre? Ja. Nimm die in die Hand. Komm schnell. Da sind zwei Stück. Hast du eine Maske? Nein. Okay, dann mach eine Fratze. Siehst du die da am da vorne? Die am da vorne. Da vorne im Auto. Ja, die stehen. Die geben wir jetzt Hops nehmen, okay? Komm. Okay. Nimm sofort die Hände hoch, Lutscher. Hände hoch. Alle. Hände hoch, sonst hinterm Rücken. Du auch, du Perlner mit dem Weißen. Ich hol gleich meine Cousins, du Arschloch. Los, umdrehen. Und Hände hinterm Rücken. Guck ich hol meine Cousins, du Arsch. Halt, du Klappe. Ich bin im 44er mit Millig. Nimm die Hände hinterm Kopf, du Dummkopf. Und ich hol gleich zwei Fouls. Wie geht nicht? Du hast zwei gesunde Arme. Mit zum Brett? Geh doch. Denver, durchsuche die. Oh, die Arme. Okay, Kerl, das mach ich. Okay. Ey, wir wollten nicht. Halt Rundchen. Die Klappe. Okay. Wir wollten. Mann. Vorsicht, wenn's kitzelt, tut mir leid. Kollege, in die Hand. Das ist ein Schwanz. Kannst du mir wiesen, die Hand warm machen vorher, bitte? Halt die Klappe, es gibt keinen Schnitzel, Leute. Hey, lassen Sie mein Schnitzelbrüch in Ruhe. Halt die Klappe, nimm die Hände hoch. W. Hände hoch. Ich bitte euch alle drei, ich bin hier am Telefonieren. Halt die Klappe, nimm deine Hände hoch. Oji, ich muss hier telefonieren. Nimm deine. Warum nimm. Hallo. Okay, der ist nichts Besonderes, hat er gesagt. Du, da nimm die Hände hoch. Immer die dreckigen Yardies. Yo, fuck, man. Halt die Knicks, fuck, man. Nur Überfall. Ja, man nimmt auch den Chunky Punk dabei, wie immer. Bleib am Auto, und das knallt. Guck in die Tasche rein. Nichts Besonderes. Wie gesagt, ihr habt bestimmt den Chunky Punk auch dabei, wie immer. Na klar, in der Hinterhand. Wir sind die Mittagsschicht. Oh, wir sind die Mittagsschicht. Halt die Klappe da vorne. Ich gebe euch alles, Mann, ich gebe euch alles. Au. Dann mal, durchsuch den da vorne auch. Du, dein Auto. Nein, fass mich nicht an. Nein. Nimm die Hände hoch. Warte kurz, ich will dir kurz was. Darf ich dich umarmen? Aber von hinten? Nein, bist du bescheuert? Ja. Lass es sein, Junge. Ich hab ne Knarre. Mach das sofort. Warte, du jetzt auch, oder was du gehört? Ich hab ne Geisel. Du hast. Nein, das geht nicht. Warum immer? Renn weg, Gamba, renn weg. Wir haben ne Geisel, wir machen Brett. Renn. Los, holt euch den, holt euch den. Box den um. Geld weg! Warnschuss! Raucharbeit! Oh! Der Shield, der kann nicht richtig schießen! Jetzt pass auf! Hier kommen die Adis, Motherfucker! Nimm die Hände hoch! Das ist ein Überfall! Ich muss aufs Klo! Mir doch egal! Jetzt hab ich auch alles gehört! Hände hoch! Wenn nicht. Ich hab ne Knarre. Ich muss aufs Klo. Die hab ich auch.
Wenn du die ziehst, dann gibt's einen Brett, dann kommen alle meine Cousins. Ihr müsst die Hände hochnehmen. Ich bin ein Yardi. Ah. Hallo. Ja, moin, ne? Hallo. Wo kommt ihr auf einmal alle her? Ich hab trotzdem nur eine Knarre. Bin hergeflogen. Was ich geht? Lass mal rein, ne, kurz. Ich geh jetzt mal aufs Klo. Ich muss zu meinem OG. Okay. Aber nächstes Mal nimm die Hände hoch. Okay. Gehen, Bruder. Nimm deine Hände hoch. Rückzug, Rückzug. Nein, Rückzug. Warum? Rückzug. Wo ist mein Fundember? Hast du nicht gesehen, die sind gefährlich. Ja, voll, die haben Adlermasken. Ja, die haben Adlermasken. Die kriegen einen Klatsch und fliegen zurück in den Nest. Ja, aber dann kommen die wieder und dann greifen die an. Mhm. Und werfen Eier auf dich. Ja. Schnell weg, ja. Längeren Ding, Alter, ich fahr euch einfach um. Wie? Lass meinen Freund frei! Nein, Mann! Lass den frei! Nein! Gerst, die haben meinen Kopf in den Mülltonne gedrückt! Ich versteck dich an der Kette, Junge, wenn lass du. Lass den frei! Junge. Das ist echt. Ich zieh, Junge, ich zieh! Nicht ziehen! Geht's mal, die geht kaputt! Das ist fake! Lass ich den auf, frei! Die schon fast. Du dreckiger Yardi, ich zieh die Kette! Ich mach keinen Spaß! Das los! Ist mein Leben. Ich zieh die Kette! Nein, darf. Ich zieh die Kette. Okay, ich nehm die Buff runter. Alles klar, ich nehm die Kette runter. Lass die Kette los. Ich lass die Kette los. Wird auch Zeit. Demba, weißt du noch im Kindergarten den Zeitkick? Den Zeitkick? Ja. Weißt der du noch? Nix, wow. Komm, Demba, komm. Lauf. Die Lutscher. Wir haben die voll abgezogen. Scheiß Motorrad. Ja, das lauft, die kommen. Nicht geradeaus, das sind Gangster. Die haben keine Angst vor Knarren. Ich mache Rauchspur. Komm schnell, nimm die Fussel in die Hand. Wir nehmen Fussel in die Hand. War nicht viel, aber ein bisschen. Bleib stehen. Komm mit dem, ich kenne Geheimtür. Am Parkhaus ist frei, yo. Ich weiß, wo Kurtis sein Auto hat, das da hinten. Am Parkhaus ist frei, yo. Komm, Kassi, geh mal. Nein, komm mit, komm mit, komm mit. Wir gehen jetzt nach Hogwarts. Ja, lass nach Hogwarts. Ja, komm. Durch die Tür springen. Hogwarts. Warte, was? Erzähl durch die Tür. Dumbo. Dumbo. Hallo. Ja. Hallo, wo bist du? Ich werd verfolgt. Unser Auto hat einen Totalschaden, also Halbtotalschaden. Ja, also so ein bisschen. Die Motorhaube ist weg. Und Motor spinnt ein bisschen. Bist und du? Und Sterling? Ja. Ich hasse dich, mein ganzes Leben hasse ich dich. Bist ich hoffe, du? Dass du stirbst. Ich bin am Target. Die Handys verfolgen mich. Das ist unfair! Du darfst nicht schauen! Ich hab eine Waffe auf sie gerichtet, Sir! Ey! Hilfe, Mila, Hilfe! Schieß auf die! Ich schieß! Junge, dein Lady hat wirklich auf mich geschossen, Digga, hat mir ein Bein getroffen! Echt jetzt? Nee, ja. Oder? Echt? Ja! Mila, du hast den angeschossen! Ich hab getroffen! Ich meine, oh nein! Das gibt Krieg, du hast Mila, OG angeschossen. Echt? Oh, ganz einfache Sache, 500.000, weil es knallt. Mila, warum hast du den angeschossen? Du hast gesagt, ich will Hilfe! Und du hast sogar getroffen! Ja! Recht!
Junger Mann. Curtis. Junger Mann. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Curtis. Mhm. Ich weiß von nichts. Bist du im Dienst? Nein, zahlt Curtis. Bist du auf dem RTW? Wir haben einen Schuss. Mila hat jemanden abgeknallt. Oh, was? Ja, das blutet. Scheiße, ja, wir haben einen Schusswunde am Yankee. Lass mich mal gucken. Mila, das war mein Bruder. Lass mich mal gucken. Okay. Das hat gesagt, ey, oh, das mein Licht. Bruder, er lebt ja noch. Mir wurde trotzdem nur gesagt, Hilfe. Vor dem Kopf. Ey, was sitzt du mich noch, Mann? Ah, der Müllsack. Hä? Awkward. Hast du verdient. Ja, los. Junge. Ja. Hilfe. Boah, immer diese dreckigen Scheiße-Alis. Was ist das hier? Reise nach Jerusalem? Ich hab den schon dreimal vom Kopf getreten. Ja, Moses, Junge. Hilfe, Schadi, Hilfe, Hilfe! Wieso rennen wir? Howdy! Gib mir Hilfe! Zu hauen. Hau den weg! Howdy weg! Ich hau dich weg! Das ist auch mein Cousin. Wen sollen wir noch hauen hier? Hau ab! Oh. Hau ab! Oh, klatsch die weg! Bombe. So, ne Mann, hau die weg! Gesindel und Gesocks hier mal wieder unter. Aua! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, oh ja, die ist um! So. Geh weg! Bam! Mila, Hilfe! Hey, wem? Du elendiger Bastard! Digga! Da bin ich! Renn, Junge! Renn! Da gib jetzt Bretter, du Fregge! Charlie! Komm zurück hier! Oh, Digga, schluck den erstmal. Schluck den! Zack, oh, Junge! Tschüss, hau die weg! Hau die weg! Hau ihn weg, Mila! Nein, Mila! Ich mich! Oh. Hau ihn weg, Mila! Gib ihm jetzt eine! Oh, au, Mila! Ah, nee, Mila, richtig! Lutscher, du! Pack meine Torte nicht ein! Da liegt so ein Lutscher. Oh. Nein! Mila! Oh, oh! Aua! Oh! Da fäll ich! Oh. Schon wieder der Abo, verpiss dich! Mila! Oh, da komm ich einmal looten! Hilfe, müsst ihr mich ziehen, Mann! Hilfe, ruf die Polizei! Mann! Oh, halt die Fresse, Dämmer! Du hast allen verdient. Oh. Hilfe! Oh, das ist ein Gegner. Hilfe, Crank! Er hat einen Helm auf, das ist unfair. Spielstopp. Aua. Oh. Junge, einfach in der Luft weg. Geh weg, Steffi. Nein. Oh, Abo, du Sau. Oh nein, das ist Leo, Alter. Fick ihn doch jetzt. Aber was willst du jetzt hier? Ich bin der Dutschmeister. Felix mit Dumba. Aua! Jetzt hau ich den auch noch. Nein, nicht mich. Mann.
Oh! Ah, du Dreckiger! Ich Kumpel schon! Fick den, fick den! Der hat mich von der Mauer getreten, Asi. Schau hier, zack! Kolleg! Renn dich nicht hinterher! Mein Handy vibriert! Curtis! Curtis, den müssen wir noch umhauen. Da, Daniel, Curtis. Daniel! Ich stech dich ab! Junge, Alter. Kiffi hat mich ausgenutzt, der Dreckige. Scheiße. Junge, was ist das für ein RP, Alter? Warum hat er dann angefangen? Achso, weil ich den vom Kopf getreten hab. Junge, der ist so bescheuert, ne, Alter. Das ist so dumm. Ja, Mann, 3 gegen 1, das können wir. Ja, Mann, 4 gegen 1. Tag, Junge, der nächste liegt auch, Junge, da komm ich einmal. Junge. Wichser. Ach stimmt, ich hab die Motorrad rechts geschossen. Der hat Curtis umgehauen, eiskalt. Wichser ist der das. Der war das. Kleiner Wichser, der. Was ist denn hier los? Durch die Nase, Mann, hallo. Was ist denn hier los? Ja, Massenschlägerei. Ja. Wer? Die Jadis haben wieder... Tod allen Jadis! Ich weiß nicht mal warum, aber die haben einfach unsere Leute gehauen. Das machen sie wohl nicht nochmal. Da liegst du, du Lutscher. Scheiße. Der hat den Curtis umgehauen, der Lutscher. Der hier. Finde ich auch halt, so eine Schlägerei wäre viel cooler als Knatterei. Hat mein Auto kaputt gemacht. Das ist mein, aber das da gibt es echt ein paar richtig Spezialisten so beim Boxen, Alter, wie Johnny oder so. Ich glaube, ich würde niemals gegen den Johnny gewinnen. Curtis. In Kämpfen. Wobei, wobei. Ich hab dich verteidigt. Die Fresse gefühlt, hast mir die Schnauze gehauen. Oh, wei, wei. Jack ist auch so ein Biest, Alter. Ja, ich weiß, wie die kämpfen, aber ich krieg da Ding nicht so hin. Unterwegs. Oh. Goofy ist auch richtig gut. Arme Girls. John. Komm mal hier. Vielleicht hilft dir das ja, warte. Was haben wir denn hier? Da. Und Opa Willy Wonka ruft immer zum schlechtesten Zeitpunkt an. Der Arme. Ja? Warte. Oh, den Medic mag ich, der ist cool. Können Sie meinem Bruder helfen? Ja, also da muss ich aber erstmal noch einen RTW nachfordern, weil ich hab da vorne schon eine drauf. Ganz kurz mal. Black, ich bräuchte auch ein Pflasterchen. Ja, gleich. Du Arschloch. Okay. Wieso ich Arschloch? Du hast mich gehauen. Ich wusste nicht, ob du Freund oder Feind bist. Aua. Giffy hat von mir gelernt, willst du... Ja, Bruder, damit musst du mehr P kommen, Alter. Ich hab mich schon alle meinem Bruder hinterher. Eigentlich müsstest du mich mal trainieren, Alter. So Karate-Kid, Leute. Alles gehauen, was ich nicht kannte. Schön Boxtraining bei der Önke. Was ist das hier? Keine Ahnung, 6, 7, 8 Leute. Was ist das? Leitstelle für RTW 3, kommen. Hallo. Ah. Ja, der Medic ist in Berlin. Ich hab noch zwei RTWs hier liegen. Kerl, wie geht's dir? Was ist denn bei mit dem anderen Ausknopf am Kopf? Wo kommen die Fliegen her? Kerles! Dämmer, wieso hast du Curtis nicht geholfen? Weil Curtis mir in die Fresse geschlagen hat, warum auch immer. Was ist denn hier passiert, Leute? Der kam von hinten und hat meinem Bruder gegen den Kopf gehauen. Unfall. Jax ist vorbeigekommen und durch den Geruch ist er umgekippt. Okay. Genau. So, bring ich die jetzt schon weg, oder? Wer ist der vorher eigentlich? Ja, ich bleib hier. Ich check mir erstmal die Lage her. Siehst du, Steffi, der Stärkste steht. Mr. Medizimer, nur weil du dich nicht schlägst. So, geht mal bitte alle weg hier jetzt wieder. Jo. Wäre danke. Blöd, wenn ich ihr müsst den Leuten mal ein bisschen Luft lassen. Zum Atmen. Genau. Geht's Ihnen gut? Mm-mm. Wie ist Ihr Name? Curtis. Curtis. Ja. Curtis, was ist denn passiert? Jemand hat mir auf den Kopf gehauen. Alle Klärchen. Ich hab von einer Küche geträumt, die ich aufbauen wollte. Okay.
Oh. Ja, Nase blutet. So. Herr Curtis. Bum, bum. Ja. Ich bringe Sie dann gleich mal kurz nach vorne. Okay. Alle chick. So, Sie kriegen von mir jetzt hier mal einen Stiffneck. Was? Eine Halskrause. Ach so. Ein Stiffneck? Ja. Yeah. So nennen wir das Teil. Das klingt eher wie, was man rauchen kann. So ähnlich. Braucht der Wasser? Soll ich hier im Mund spucken? Nee, weg. Medizin, man hilft mir schon. So, alle gleiche. Dann nehme ich sie mal ein Stück mit nach vorne. Ja, hast du gebrochen. Ich sag da, gehen Sie mal bitte weg hier, danke. So, dann nehme ich sie mal kurz mit nach vorne hier. Okay. Ah, hier lang, hier lang. Aber sowas. So, dann setzen Sie sich mal hier drauf. Was ist der denn? Hinten rein. Achso, dann setzen Sie sich mal hier drauf. Okay. Bleiben Sie kurz hier stehen, einfach. Boss Mila. Hallo? Hallo? Mila, ja, wir haben die Adis weggeboxt. Mila wurde weggetreten da hinten. Wo? Ja, aber der wurde schon geholfen als erstes. Aber wo ist die? Ich weiß nicht, da hinten irgendwo, glaube ich. Geh die Hunden suchen. Geht's dir gut? Hallo, ich bin der Freddy. Was bist du? Hallo, ich bin der Freddy. Halt Schnauze. Geht's dir gut? Irgendjemand hat mir vom Kopf gehauen. Ja, das war der andere, den ich danach umgenockt habe, der Wichser. Oh, erstmal Hinsetzer. Maschallah. Junge, wir haben die alle kaputt getreten und gehauen. Ja, such Mila. Okay. Ich will meine Mila. Wie sieht die aus? Boah, Maschallah, voll die Hübsche. Okay, ich such die. Aua. Der dich umgenockt hat, ne? Wir haben am Ende mit 4 Mann auf den eingetreten. Richtig so, mit 5 hätten die eintreten sollen. Das können wir ruhig öfters machen. Coole Schuhe. Danke. Was sagst du zu meiner Fliege? Ja, sieht auch teilt aus. Mila ist schon weg. Wo ist die denn? Krankenhaus, gebrochene Nase. Oha. Muss gewünscht werden. Oh mein Gott, aber jetzt ist vielleicht gerade. Scheiße, Ali. Das ist die, die du suchst? Junge, sehe ich weiblich aus? Ja. Du Drecksack. Nein. Ich habe auf dich eingetreten, als du im Boden lagst. Auf mich? Ja. Exakt. So, wer ist jetzt der, den ich mitnehme? Oh. Mich hat der Medizinmann hier hingepackt. Okay, aber komm, ich helfe da rein im RTW. Bon Kühlpack. Der Rest bitte ein bisschen auf die Seite gehen einmal. Okay, Weezy. So, komm her. Alle. Oh. Hopp. Hinten rein? Ja, genau. So. Ja, was ist mir passiert? Die Tür klemmt wieder. So. Oh, haben wir gleich heute. Hallo? Ja? Wie ist der Name? Curtis Kusch. Alles klar. So. Was ist passiert? Jemand hat mir gegen den Hinterkopf gehauen. Und dann war ich ohnmächtig. Alles klar. Puls mehr. Ist der Mediziner? Der Mediziner? So, alle mal bitte wegtreten hier. Der Mediziner? Verlieren wir hier so ein bisschen den Überblick. Hallo. Hallo. Könnten Sie uns dreimal einmal helfen, bitte? Was haben Sie denn? Ich bräuchte einen Kühlakku. Ja, auch. Kühlakku ist der neue Pflaster, Alter.
Okay, dann tut mir mal, dann tut mir bitte den Gefallen und stellt euch mal hier bitte kurz in der Reihe auf da. Da. Gibt aber für jeden eine kleine Rechnung, ja? Beauty. So, was haben sie denn für Beschwerden? Haben sie Kopfschmerzen? Waren sie bewusstlos? Okay. Ja. Ja. Was für ein Mucke-Erpicker, schon. Lustig. Da ist, also ich hatte das alles eingetragen. Ich habe ein Einsatzprotokoll, da steht das alle drin. Seid ihr müde? Ich weiß jetzt allerdings, weil hier so viel auf einmal los ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich hatte den eigentlich da vorne hingesetzt. Okay. Goldslob, danke für den Restart am 39. und ja, Nixon, danke schön für 200 Bits und Fabian, danke schön für den Prime 3. Na, guck dir mal die Schlange an hier. Du könntest mal von der anderen Seite anfangen. Warum seid ihr müde? Mich hat keiner. Mal, warum bist du eigentlich nicht in der. Ach, wie viele Leute hier sind? Nee, mich haut hier keiner. So. Nee, ich bin kein Wuppertaler. Hallo? Ich komme aus Duisburg. Nordrhein-Westfalen. Ach, hu. So, immer eine kleine Rechnung für Sie. Ich guck mal ganz kurz zu meinem Kollegen, danach kann ich ziehen. Kann man die Karte durchziehen? Na, bist du noch auf State, Pommes? Freut mich. State V. Alle Klärchen. Wenn Sie mal den Fallen tun, nimm mal bitte zwei von den Kollegen mit in den RCV und behandle die mal kurz da drinnen wegen Kopfschmerzen. Alle Klärchen. Und was geht da? Ja, Donnerstag Sie kommt vor zwei. Aber was für eine Meme. Juti. Mir ist es egal, wer von euch beiden gleich die Rechnung bezahlt. Ich zieh die mal eben zusammen. Wo waren die Leute, die überall verteilt hier? Aber das sind noch viele Yardis. Jack ist gerade gekommen. Ach, das ist ja, wird ja nicht so, Fälle. Ich mach das einfach 2000 fertig. Wir sind ja schließlich rausgekommen. Morgen wieder arbeiten. Wo aus Duisburg kommst du denn, Madison, wenn du das sagen willst? Welcher Stadtteil? Duisburg gleicht halt im Junkie Park, realistisches CP. Das stimmt. Mitgefangen. Liegt hier mit Emine, die hat Tränen gelacht. Echt, die guckt der P? Aber was ist denn hier denn wieder los? Hallo. Aua. Ah, der Klärchen. Hallo. Was ist denn wieder hier passiert? Fahr mal den dreckigen Chef da die weg. Die prügeln sich hier alle. Nee, tatsächlich halt im Moment keine Pillen bei. Ich bin der Zahnreben. Ja, nee, Tyrese, ist so Mariana. Riem war mein Vater und ich hab so viele Zähne, danke. Deswegen bin ich Zahnreben. Danke. Wo ist Riem? Aus Hamburg? Was ist denn los hier? Boah, ich hab so, mal ganz in der Nähe von Hamburg also gewohnt. War ein bisschen unübersichtlich. Da hinten lagen sie hier vorne, hier um der Ecke. Also, ich hab da jetzt 7-8 Personen, aber ich konnte unmöglich wissen, wer hier am Boden bleibt und wer nicht. Also. Kuda Manjisani. Judy. Was war denn los hier? Immer diese Duisburg, komm aus Buchholz. Grüße. Wo sind denn die Buchholz? Molu Rocker. Die Kutter aus. Ist das? Ich geb gleich zu dem Kutter aus, trat man richtig jetzt Fleck. Kusch, dann fahren wir mal. Was Fleck, ja. Du? Fleck doch mal da. Dankeschön, Mick Zimmern. So, wie fühlen Sie sich momentan? Ist Ihnen schwindelig, übel? Ich habe Nackenschmerzen. Nackenschmerzen, ja, das ist normal. Ihr Kollege hat mir schon so eine Nackenstütze dran gemacht. Ah ja, alles klar. Wir haben uns im Krankenhaus dann gleich genauer anschauen, gell? Ja. Nee, nicht Mülheim, ich denke mal, du meinst Marxloh. So, das Schlimmste, was es eigentlich gibt, ist Marxloh und Hochfeld. Ach, Mannheim. Bruder. Sei einfach ruhig, Memo. Aber es hat für mich jetzt halb so wild ausgeschaut. Das werden wir dann gleich herausfinden, was da genau los ist. Okay. Wuppertaler Dialekt? Was für ein Dialekt? Mit wat und dat? Das kommt aus dem Pott. Klar kenn ich Mülheim. RTW2-Status 8 behandelt selbst. Gut, ich helfe Ihnen da mal raus. Da. Ich stütze ihn mal ein bisschen, gell? Ja.
Dann geht es ein bisschen leichter mit gehen. Ja, hallo. Ja, außer ich will. Ja! Oh. Ich glaube, ich muss meine Brille mal putzen, zur Sicherheit gleich. Aber die hätte ich auch übersehen. Ja, manchmal passiert das schon einmal. Ja, nehmen wir gleich das Zimmer da vorne, es wird gerade frei. Mila! Mila! Hallo! Deine Nase ist gerade, was passiert? Ich muss so reingehen, damit ich sicher sein kann, dass alles okay ist. Sollen wir uns schnell rumlecken? Der ja. Hund, okay. Da, leck meinen Finger. Ich hab Angst. Okay, bis gleich. Okay, wir können weiter. Okay, bitte kommen Sie mit. Bitte. So mache ich das. Ja. Soll ich mich hinlegen? Ja, bitte. Jeden das Saale. Gut. Herr Kusch, nachdem ich mich noch vorgestellt habe, mein Name ist Dr. Dorgel. Hallo, Dr. Dorgel. Okay. Hast du momentan Schwindel oder Übelkeit? Spürst du irgendwas in der Richtung? Nee, nur Nackenschmerzen und ein bisschen am Kopf hinten tut weh. Okay, ich werde mal kurz deinen schönen Hut runternehmen. So. Leg mir daneben einfach hin. Ja. Gut. Schau mal auf meine Nasenspitze. Ich weiß, es ist ein bisschen ungut mit der Halskrause, aber ich beuge mich wieder drüber. So. Okay. Ich leuchte mal ins linke Auge und ins rechte. Passt. Deine Pupillenreaktion ist normal, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gut, ich taste jetzt mal deinen ganzen Körper ab. Ich werde beginnen mit dem Kopf und du sagst mir einfach, wenn du Schmerzen hast, ja? Okay. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ah, doch, das tut weh. Es tut weh, wenn ich nichts mache. Okay. Gut, dann probieren wir mal aus, was passiert, wenn ich was mache. Ich fange mal im Hinterkopf an. Nur das tut nicht weh. Okay, geh über die Schläfen zur Stirn. Ich könnte doch irgendwo alte Sportsocken im Schrank haben. Vielleicht wacht er dann auf. Was? Boah, das war eine TH-Massage. Ja, ist okay. Nehme ich auch hin. Dann muss ich mein Fachgebiet ändern lassen. Deine Kardiologie. Genau, das ja. Gut, gehen wir mal übers Jochbein, runter zum Oberkiefer. Zum Jochen? Zum Jochen gehen wir, genau. Dem Herr Flo? Den kenne ich nicht. Der spielt Gitarre. Okay, kann der gut spielen? Mhm. Oi. Kannst du Gitarre spielen? Ja. Also ja, ich kann wirklich Gitarre spielen. Aua. Das kannst du mir gerne mal zeigen. Bei Zeiten. Aber ich habe meine Gitarre nicht dabei. Ja, dann wird es nichts werden. Passt. Ich werde mal kurz die Halskrause runternehmen. Das wird kurz unangenehm werden. So. Nee, da war doch nichts. Gut, ich lasse jetzt mal den Halswirbel heute ab. Nee, war doch, ich hab das extra gemacht. Ja, ja. Trotzdem muss ich schauen, ob du irgendwas siehst. Test. Nee, das Mikrofon hat geknackt. Gut, probier mal deine Arme zu bewegen, bitte. Perfekt. Das. Hast du Schmerzen oder geht das halbwegs? Nein, das geht. Alles klar. Gut, wo hast du denn noch Schmerzen? Nur im Nacken und im Kopf. Okay. Ja, also grundlegend, wir können noch ein MRT machen zur Sicherheit. Was heißt das? Das heißt, dass du eine Röhre geschoben wirst. Och nö. Ich schäme mich immer, weil ich dick bin. Ach, alles und gut. Ich bin schon mal stecken geblieben. Ja gut. Das sollte nicht passieren normalerweise. Dann mussten die mit Butter kommen. Ich wurde zweimal geboren. Ja, schau. Na, heute machen wir kein drittes Mal. Na, besser nicht, ich hab Angst davor. Außerdem wird einem immer schlecht. Na, also ich kann nicht beruhigen, dass du alles halb so wild aus. Was der Fall ist, du wirst eine Halswirbelsäulenprellung haben. Eine leichte, aufgrund der stumpfen Gewaltanwirkung. Da ist aber nicht weiter schlimm, das heißt, du kriegst Schmerzmedikamente mit von mir. Kann ich nicht mehr mit dem Kopf nicken bei guter Musik? Ach, ich habe eben Musikallergie. Doch, kannst du. Ist schon okay. Ich habe eine Musikallergie. Okay.
Gegen gute Musik oder gegen schlechte Musik? Gegen jede Art von Musik. Oh, okay. Ja, dann bekomme ich immer so kleine Cousins am Rücken. So Pickel. Na, dann ist das nicht gut. Pass auf, hast du irgendwelche Allergien gegen Medikamente sonst? Nee. Okay. Irgendwelche blutverdünnenden Medikamente eingenommen, wie Aspirin, Thromboas, Seroquel, Xarelto? Mhm. Okay. Gut, die Kopfschmerzen sind auch leicht erklärt. Die ziehen vom Nacken aus. Okay. Das ist, weil die Muskulatur beleidigt ist. Damit sind auch die Sehnen, ja, die Nervenball und Sehnen beleidigt. Auch wenn keine Sehnen im Hals sind, egal. Und deswegen hast du auch die Schmerzen im Kopf. Das Ganze wird mit der Novamin sicher besser werden. Und sonst sehe ich doch keine weiteren Probleme. Mir wird immer von Tabletten schwarz vor den Augen. Es ist normal, am Anfang gibt es einen kurzen Flash meistens bei Tabletten. Aber danach schaut die Welt auch ganz anders aus, außer du möchtest keine. Sie sind ein sehr kompetenter Arzt, ne? Das hoffe ich. Sie sind sehr professionell. Das sollte auch das Ziel sein, denke ich mir. Naja, ich habe schon mal bei einer Schussverletzung habe ich ein Pflaster bekommen. Okay, ist interessant, ja. Es kommt drauf an, was man hat natürlich. Ich meine, wenn das jetzt ein Streifschuss ist, der die Haut nicht vielleicht ein paar Millimeter perforiert hat, dann... Nee, das war ein Steckschuss. Ja, dann ist ein Pflaster die falsche Methode. Sagen Sie das dem Doktor. Ja, das mache ich gerne, wenn du sagst, wer das ist. Ich habe mir sogar seinen Namen aufgeschrieben. Ja, wie heißt der Doktor denn? Dr. Oetker. Okay. Ich glaube, der hat mich veräppelt. Ja, das ist, glaube ich, auch, um ehrlich zu sein. Egal, der hat aber gute Pizza gemacht. Na dann. Halb so wild. Kann ich aufstehen oder bin ich tot? Ja, kannst dann aufstehen. Du kannst dich auch ganz normal bewegen, es wird nur im Nacken ziehen. Wie gesagt, wenn du möchtest, ich würde dir Medikamente mitgeben, noch gegen die Schmerzen. Ja, bitte. Auch wenn der kurz schwarz vor Augen wird damit dabei. Dann nimm es am besten gleich. So, hier bitte. Dankeschön. Na. No. Aber gleich werden die Kopfschmerzen noch stärker. Warum? Weil du eine Rechnung kriegst von mir. Ach, ich bin Multimillionär. Na dann, dann tut's ja nicht so weh. Weil ich mache mal Geiselnahmen und überfall Leute. Ja, warum nicht? Solange du mich jetzt nicht überfällst, ist alles in Ordnung. Nee, sie sind ein Mediziner. Kann ich einen Sehtest machen? Können wir auch machen, natürlich. Weil irgendwas stimmt, die Leute sagen immer, irgendwas stimmt in meinen Augen nicht. Ja, können wir natürlich gerne machen. Dann kriegst du mal die Rechnung und den Sehtest, der geht aufs Haus. Okay. Es kann aber sein, dass die eine Brille verordnet in weiterer Folge. Aber ich möchte keine Brillenslange sein. Dann hänseln die Kinder mich im Park. Das ist aber nicht nett von denen. Na, die sind alle scheiße. So, dann einfach das Cut einmal durchziehen. Danke dir. So, okay, dann machen wir einen Sehtest. Kann ich, oh, sowas braucht meine Oma, Sandra. So einen Ferrari hier. Ja, den ich muss mich hier hinstellen. Genau, da herstellen und bitte in die Richtung von dem Schild schauen. Okay. So. Ich sehe Buchstaben. Genau. Dann deck dir mal das linke Auge zu mit der Hand. Das linke, okay. Genau, und jetzt sagen wir, was in der dritten Zeile steht. Von oben? Dritte von oben, genau. Regenschirm, Ball und die Harry Potter Narbe. Sehr gut. Okay, dann sag mir jetzt, was in der fünften Zeile steht, bitte. Auch von oben. Kleine Pistole. Mhm. Umgedrehte 3. Das Gangzeichen der Crips. Mhm. Noch eine Maschinenpistole und ein Flitzerbogen. Perfekt. Gut, also ich kann dich schon mal beruhigen. Auf dem Auge ist keine Sehschwäche vorhanden. Okay. Also zumindest auf die. Das, also zumindest kurz auf die Weitsicht gesehen ist alles. Und ganz, ganz oben ist ein C. Ja, ein schier gezeichnetes C wahrscheinlich, oder? Mhm. Obwohl, wenn man mit dem Kopf zur Seite geht, sieht das aus wie ein Helm von Minecraft.
Das darf sich gelten. Perfekt. Ja. Gut, dann deckt immer das andere Auge zu. Jetzt das rechte. Okay. Das kannst du wieder abdecken. Jetzt sehe ich kein Bild mehr, ich sehe die Tür. Die Eingangstür. Ja. Okay. Warte, ich schau mal. Ah, jetzt sehe ich das Bild. Okay. Das Auge ist kurz stehen geblieben. Hast du es öfter? Nur morgens meistens. Okay. In dem Fall ist es kein Problem der Muskulatur sein, rein theoretisch. Ja, ich war nie im Fitnessstudio wegen den Augen. Ja, das nur wegen die Arme. Ja, Beine werden nicht trainiert wahrscheinlich, oder? Nee. Also, was soll ich vorlesen mit dem mangelnden Auge? Oh, lies mal die vierte Zeile von oben vor, bitte. Das ist ein Bein mit einem Fuß. Ja. Dann... Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Dann kommt ein Weinglas. Mhm. Dann ein Minecraft-Helm. Ja. Und ein Flitzebogen. Perfekt. Super. Und jetzt machen wir das Ganze noch von der Nähe. Jetzt gehen wir mal davor. Okay. Stell dich bitte genau vor das Bild. Okay. Genau. Und jetzt sag mir, was du in der Zeile unter dem grünen Strich siehst, mit demselben Auge nochmal. Verlobst. Verlobst. Gut, und jetzt das andere Auge. Und eine Zeile darunter noch. Ein D-C-R-P-O-T... Ein... Boah. Ist schon sehr klein, ja. Boah. Das könnte ein C sein. Nein, das daneben ist ein C. Das könnte ein E sein. Ganz genau. Gut, also ich kann dich beruhigen. Du hast keine Sehschwäche in Kurz- oder Weitsicht auf jeden Fall. Was der Fall ist, dass mein Auge, also dass das Auge, dass das manchmal zurückklopfen muss, quasi, das ist ein bisschen komisch. Also das sollte man sich unter Umständen genauer anschauen. Aber die Leute sagen immer, stimmt was mit meiner Pupille nicht. Weil ich habe mal bei einem Wettbewerb mitgemacht, wer am längsten in die Sonne gucken kann. Und ich habe gewonnen. Naja, das sind sehr bleich. Das stimmt schon, aber das hast du dir vielleicht mal tätowiert. Ich bin im Krankenhaus, was willst du? Ich höre das. Okay, war nichts Wichtiges. Ich habe mich in einem Auge nicht tätowiert. Okay, haben das deine Freunde vielleicht mal gemacht, wie du geschlafen hast? Nein, das merkt man doch. Im Apfel vom Auge. Kontaktlinsen sehe ich jetzt aber auch nicht so wirklich. Nein, ich habe keine Kontaktlinsen. Ich habe nie Kontaktsport gemacht. Okay. Immer nur Tackeln weg. Tackle und weg. Alles nein, Tackeln weg. Achso, Tackeln weg. Mhm. Okay, was ist das? Man schubst und rennt weg. Ah, okay, verstehe. Das Problem ist, wir haben auch keinen Augenarzt im Krankenhaus und ich bin auch kein Augenarzt. Also der grundlegende Sehtest kann ich schon machen mit dir, aber wenn es dann in die genauere Richtung geht, da bin ich auch leider der falsche Ansprechpartner. Ja, aber scheint alles zu funktionieren. Grundlegend schaut alles gut aus, ja. Also wenn du auch keine Sehprobleme, du hast auch für sich keine Einschränkungen beim Sehen. Das Einzige ist halt das Auge, dass das manchmal schief ist, das ist ein bisschen komisch. Aber ja, ich muss mir nur vom Kopf hauen, dann wird es sehr gerade. Okay, ja. Das ist so geboren, weil ich habe ein Auge auf die Straße und ein Auge auf mein Business. Okay. Man muss immer zwei Sachen gleichzeitig beobachten. Dann ist das in Ordnung. Ja. Dann sehe ich doch kein Problem in weiterer Folge. Dann passt das auch. Okay. Kann ich nach Hause? Du kannst nach Hause, ja. Ich bring dich nach vorne. Okay. Reingeguckt. Ich hoffe, du haust mich jetzt nicht. Warte. So. Warte, lass mich kurz. Muss ich aufsperren. So. Ah, da wartet schon jemand auf dich. Schau. Na, du geile Sau. In meinen Augen ist alles in Ordnung. Echt? Ja. Du bist doch so schön, wie ich mir gedacht habe. Völlig aller. Komm. Ja. Wie geht's deiner Nase? Meine Nase geht's ganz gut. Warum rennst du gegen die Tür, die zu ist? Ich glaube, du solltest mal einen Sehtest machen. Können wir nachher Pep ballern? Oder darfst du nicht? Ja, okay. Boah, Mila, du Sau. Ja, klar.
war das nicht. Na klar warst du das. Stinkt voll nur Lollipop. Du Schweine. Bah, sowas macht man nicht, das ist asozial. Nein. Und man entschuldigt sich. Entschuldigung, Schwein. Alles Gute euch, Leute. Tschüss. Hau rein, Alter. Tschüss. Tschüss, Mr. Mediziner. Tschüss. Rocker. Tschüss, Sergeant. Mila. Mila. Ey, Puppe. Hallo? Ich hab Pfiffen, warum rennst du weg? Kannst du mich abholen vom Krankenhaus? Ich bin hingefallen, du Dummkopf. Wo? Hinter dir, wir sind gerade zusammen rausgelaufen. Du bist hingefallen? Ja. Mein Kletterschuh. Oh nein. Mein Kletterschlussschuss. Auf. Dann sag ich auf einen Krankenwagen. Nein, kein Krankenwagen rufen. Kannst du meinen Schuh zumachen, bitte? Achso, ja, klar. Und ich rufe Opa William, der so Taktikum. Nein, nix, ah. Nein, nein, nicht hier. Du kranke Sau. Mein. Ja, Curtis, kann ich dich in 30... Opa, wir brauchen ein Taxi. Ja, ich komme, warte, ich hab von Hunden, dann komm ich. Mit Mila. Okay, ich komme, tschö. Mila, hör. Und dann noch ein Koten. Ja, mach mal einen vernünftigen. Fertig. Danke. Bitte. Opa Willy Wonka kommt. Okay. Wo gehst du hin? Die Preise kann ich auch noch nicht. Boah, Gnusse. Bist du von Bo Stiller? Was für ein Ding? Bist du von Bo Stiller? Nee. Ah, ich weiß, wer sie sind. Sie sind der Boss von dem Taxi, ne? Richtig. Wie geht's dir? Oh, ganz gut, bin eben aufs Maul geflogen. Oh, sollen wir mit dem hauen? Ich bin vom Balkon gefahren. Warum das denn? Ja, war scheiße, hab den Rasenmäher. Haben wir gecrasht und dann lag er da auf dem Korb und dann habe ich versucht, den gerade zu drehen und dann ja, kam das Geländer und dann bin ich rübergefallen, 8 Meter in die Tiefe. Ach du heilige Makrele. Ja, was scheiße war das? Aber zum Glück hast du einen Helm auf. Redi, sonst wäre das schlimmer ausgegangen. Kann man den Helm kaufen? Wenn ich ihn verkaufe, kriege ich auf den Sack. Kann ich mir den ausleihen? Für wie lange? Eine Stunde. Krieg ich den sowieso wahrscheinlich nicht wieder, richtig? Na klar kriegst du den Bilder. Sicher. Der Hundeputzelt. Ich habe einen gelben, ich habe einen weißen und ich habe einen blauen. Der gelbe ist cool. Der gelbe ist über den gelben habe ich ja. Dann den weißen. Den weißen? Moment. Ich rufe sofort zurück. Ja. Dankeschön. Soll ich dich anrufen dann? Ja. Hast du meine Nummer? Ne, noch nicht. Ich kenne dich auch nur unter deinem Spitzname. Welcher Spitzname? Lazy Lizard. Wieso Lazy Lizard? Das hat der Frank gesagt. Warum hat der Frank Lazy Lizard gesagt? Damit du undercover arbeiten kannst. Fumpf, fumpf, fumpf. 669. Ja, aber fast three more than the devil, ne? Ja. Scheiße, wie war mein... 669-3845. Okay, ich lass mal klingeln. Klingelt. Ach. Hallo? Was soll das denn? Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde abgehört. Du meinst, wir werden abgehört? Scheiße, würde ich mir FAB zutrauen. Boah, guck mich an.
Wo still? Ist auch sieben Bauarbeiter, Alter. Eine Stunde kriegst du mir da. Geil. Ich ruf dich an. Okay, bin ich da. Um 10:50. Okay. 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 Wir sehen uns. Und ich zwinker mit den Augen und verschwinde im Nebel von Avalon. Junge, ich hab einen Bauarbeiterhelm, Alter. Moin, Meister. Wo still, Bulliat? Ballert. Ballert nach euch. Was hast du gesagt, Motherfucker? Donnerde? Was hast du gesagt? Ey, bleib mal sitzen, ey, entspann dich mal. Juri, setz mal ein jetzt. Genau, Juri, willst du Stress? Dabei? Ich hab Cousins und so, trinken im Müllton. Bis jetzt, ich hol Familie. Nein, Cousins. Und ich hol Familie nach euch. Mila holt den Pitbull. Ist das unser. So. Oh, ich kann schon schießen. Nein, unser Taktikum. Opa, bitte Bunker. Bis jetzt nach euch. Ich muss schnell los nach euch. Bis jetzt, ich hab schon Angst nach euch von diesem Pitbull. Was denkst du? Mach jetzt auf nach euch. Der ist offen, Schicker. Diese Pitbull ist aggressiv. So, wo ich bin dem? Na, wir haben die Taktik gerufen. Gleich mach ich Tackle mit meinem Helm, ne? Der sieht sehr wild aus. Eigentlich kannst du in die Inside und Scherz Albaner ausgeben. Hat deine Fresse verpisst dich. Ich schwöre, ne? Hey, hey. Fick den Mila, fick seinen Arsch! Weiß ihn! Fass! Ey, steig ein, Digga, die tötet uns gleich. Gib mal deine Nummer! Digga, steig mal eine Zunge! Ich hab kein Handy, ich bin eher so der Briefeschreiber. Okay, dann gib deine Adresse. Komm zum Junkbad. Da ist meine Adresse. Wo ist Junkbad? Gegenüber von Polizeiverwahrstelle. Das geht dich gar nichts an, verpiss dich! Lack okay. Mila, beruhig dich, Cousin. Okay, Pitbull. Okay. Hab den Papa. Oh mein Gott. Überfordert. Den hast du es gezeigt. Die haben gebibbert und gezittert. Diese dreckigen Schwanzlutscher. Der Jack hat angerufen, der will uns jemanden vorstellen. Was sagst du zu meinem Helm? Der sieht sicher aus. Du siehst jetzt können wir sicher aus. Ja. Jetzt können wir sicheren Sex haben. Mit dem Helm fickt mich keiner. Jetzt muss ich mir aber nur eine Latzhose holen. Wow, wie geschützt. Ja, fast wie Memo sein Gesicht. Setz ihn ab. Nein, bist du bescheuert? Setz den. Nein, wir können jetzt ja nicht knutschen. Was ist denn dir aus dem Mund gelaufen? Du bist ja widerlich. Bah, da schwimmt ja was drin. Oh, fuck you. Bam. Hi. Was geht, Lazy Lizard? Was geht? Und Sergeant Knoppers. Mila. Das muss dir nicht peinlich sein. Jeder vergisst mal zu schlucken. Das ist mir auch schon passiert. Du bist gemein. Warum? Gemein. Nein, ich bin nicht gemein. Das mag ich bin Curtis Baumeister. Aber vor Mädchen sagt man, hey, ist schon okay. Was? Was, Bruder? Vor Mädchen sagt man so wie wenn nie was passiert ist, weißt du? Weil sonst fühlen sich Mädchen schlecht und dann wollen die dich nicht mehr lieb haben. Darum tust du so, als wäre nie was gewesen. Ach so, darf ich das nicht ansprechen? Nein. Warum? Weil so macht man das. Okay. Erst wenn man 70 Jahre verheiratet ist, dann darfst du das ansprechen. Okay. Vorher nicht. Das ist die goldene. Aber du weißt, dass ich das voll süß finde, wenn du sabberst und schielst. Halt die Kappe, ich tu das nicht. Nein. Nein. Der Arzt musste mir gerade vom Kopf hauen, weil mein Auge stehen geblieben ist. Oh oh. Weil ich will so sein wie Mila, habe ich gesagt. Halt die Kappe, das Taxi. Hast du nicht gesagt. Oh. Taxi. Hi, ich steig hier ein. Hi. Space Taxi to Sky. Und dann bitte zum Yankee Park ohne den Jungen. Gib Gas. Ach, das ist der Curtis. Na, hör mal. Das ist der Curtis.
Mein Verlobter ist das. Ja, ich habe einen Bauarbeiter daheim. Ja, bist du jetzt am Bau? Ja, ich baue Hochhäuser. Opa Willi, kommst du zu unserer Hochzeit? Ey, da will ich mich schmeichelt fühlen. Ja, klar. Kannst du auf unserer Hochzeit bitte deinen Schwanz rausholen? Was? Kannst du mir heiraten bald? Ja, in was wollt ihr mit einem Schwanz? Da irgendjemand muss doch die Rede halten. Opa Willi, in 2 Wochen heiraten wir. In 2 Wochen Nein, schon? Nein, gar nicht in 2 Wochen. Curtis? Ich muss zum Klamottenladen noch, Opa Willi. Ja, zu welchem? Ja, vorne, Southside Represent. Ach, Also, Opa Willi, in 2 Wochen heiraten wir am Yankee Park? Gar nicht in 2 Wochen. Und du, Also, darf ich kommen, ja? Ja, das dauert ein bisschen. Ich muss Geld sparen. Kann ich eine Begleitung mit? Na klar. Bring all deine Noten mit. Und du musst uns alle Geschenke bringen, die du bekommen kannst. Kann ich, und was der Curtis gerade gesagt hat, dann bringe ich jetzt Vanessa, Jessica, die Losch, alle. Ja, die ganzen Huren. Es geht uns um die Geschenke. Denke, ja, da bringe ich euch. Ich wünsche mir nichts, bin wunschlos glücklich. Ich hab mein alles Mila. Auf der Wahl. Was? Ich geh mir kurz umzählen, okay? Soll ich gucken, also, komm? Ich möchte, nein, das ist eine Überraschung. Hallo, okay. Hör mir zu. Du wartest, Mila. Warte mal, der Chef ruft an. Warte mal, Mila. Boah. Ich brauche eine Lazarhose. Boah. Wo war die nochmal her? Hallo? Hallo? Ja? Ja, was denn? Wann seid ihr wieder hier? In einer Minute. Okay. Das? Oh, die wollte nämlich deine Perle kennenlernen. Oh, ja? Das habe ich noch. Der Shorty. Warte. Was will der? Er will deinen Verlobten kennenlernen. Kein Schlüssel. Ja, besser ist. Warte, ich hab auch was für dich, Curtis. Warte, okay, kommst du jetzt hier? Nein, ich bin Teil der Pomade. Nein, ich komme jetzt hier nicht. So, ja, besser ist das mein hier. Mein Sack ist rüber. So? Oh, so? Danke. So? Also, oh mein Gott, Kinderkundri. So? Ja. Und was? Hast du Mila auch was gegeben? Ja, klar, der hab ich ja auch als hier. Ja. Geil. Mila hat mir grad was verraten. Dein Name im Blumchen, was denn? Du trägst ein Kleid bei der Hochzeit. Ja, na klar, ich muss hübsch sein. Ja. Was ist denn das überhaupt für ein Taxi hier? Warum ist das rosa? Ja, weil das, ist das Köln. Das ist das Kölner Taxi. Ich hab nichts gegen Leute, die homosexuell sind. Ja, nicht. Der Bademeister von uns ist auch homosexuell und der Film. Ja? Ja. Wer? Der Phil? Der Finn und Bademeister. Der Ticker und der Finn sind doch so. Ach so. Jung. Wo wollt ihr jetzt nochmal hin? Junkie Park. Junkie Park, ne? Das war direkt da vorne. Oh, Polizei. Hey, Jadis. Ich hab heute eine Geisel genommen und hab $80 bekommen. Mhm. Echt? Ja. Auf zu lüchen. Hab ich echt wirklich geguckt, warte.
Ich bezahle die Rechnung. Hier, willst du wirklich reich? Soll ich dir eine Rechnung ausstellen? Na klar, musst du was verdienen. Das ist nett, dann warte mal. $8. Was hast du? $8? Ja, das ist. Dankeschön, Mila. Hatten wir jetzt gehabt. Komm, wir machen 2 Meilen, Curtis. Warum wackelt denn das Auto so? Ist da jemand im Kopf rum? Nee. Oder hab ich die Jutta vergessen? Willi. $800. Okay. Mach die Stelle, mach die 2000. Auskürzt. Ehrlich? Mhm. Oh, das ist sehr nett. Curtis. Du weißt aber, du musst das nicht, ne? Ja. Curtis. Moment, ich muss die Rechnung. Hey, Johnny, fahren. Hi. Ja, dann kommen Sie mal mit. Ben, steig mal aus, sonst kriegst du die Rechnung. Ich schau mich immer gut aus. So, Curtis? Nein! Ich muss die Rechnung zahlen, Moment! So, geh mal weg, bitte. Danke, ich muss nochmal neu erstellen. Der Ben hat die wieder gekriegt. So, jetzt aber. Oh, Curtis, danke schön, ne? Ich hab zu danken. So, wir hören uns. Ach so, nimm dich vor der Steffi Nacht. Ja, ich hab ihr Auto geschrottet. Ja, deswegen, die war eben ganz aufgelöst im, Ja, ist auch eine Brausetablette. Curtis, was denn, Jack? Ja, jetzt schau die rein, der wollte sie wieder kennenlernen. Ich hab einen Bauarbeiterhelm. Ich glaube, du kriegst das Ärger. Warum? Wegen... Der Reese ist gerade fast abgenippelt. Er wäre mal gestorben. Auf zu flammen. Was denn? Ja, ihr habt ein bisschen übertrieben gerade, ne? Womit? Ja, womit? Mit den Yardis. Warum? Ich hab nichts. Ja, das Ding ist, pass auf, ich hab kein Problem, wenn ihr hier so irgendwelche Späßchen macht, ne? Aber es geht dann zu weit, wenn ihr irgendeinen von denen in den Fuß schießt und den 8-mal in die Rippen tretet. Nein, nicht in die Rippen, ich hab den vom Kopf getreten. Mann, ihr habt den in den Rippen getreten. Der nein, ich hab den im Kopf getreten. Mann, was sagt der Arztbericht denn? Weiß ich doch nicht, aber ich weiß nicht, wo ich hingetreten hab. Der Arztbericht sagt, dass der fast abgenippelt wäre. Ha, geil. Findest du das gut? Weiß nicht, nein. Schade. Ich find den das, gar nicht in die also ganz ehrlich, geschossen. Also ganz ehrlich, ne? Die Mila hat in den Fuß geschossen. Ja, ja, hat er doch gesagt. Hab ich doch in auch gerade geschossen gesagt. Und in die Rippen getreten. Ja, 8 oder 10 Mal hab ich getreten. Ja, und das ist ein bisschen zu viel. Boah, okay. Nächstes Mal trete ich schon 3 Mal nur. Nein, ich trete keinen mehr. Okay, Entschuldigung. Ihr könnt echt irgendwelche Späße machen, aber das ist halt ein Tick. Ich rufe den an, ich sage Entschuldigung. Ja. Ist das schon wieder ansprechbar? Der hat mich angerufen. Es gibt Krieg. Ich hab nur rot gesehen. Aber warum hast du geschossen? Weil ich gesagt habe, die soll schießen. Ja. Ja, Bro. Entschuldigung, dass ich dich fast getötet hab. Danke, Curtis, danke. Ich will... Entschuldigung. Und Curtis sagt immer, ich verteidige dich. Wie gesagt, Bro, ich hab da echt kein, echt kein Problem mit, Mann, wenn du hier zu uns in Turf kommst, wann du hier ein bisschen Stress schiebst, Bro, wirklich nicht. Ja, ich habe auch kein Problem mit dir 4 Kilometer hinterher zu rennen, nur um dir auf die Fresse zu hauen. Aber wenn, wie gesagt, ich habe 8 gebrochene Rippen, davon sind 2 sehr nah an meiner Lunge. Bist du zu Hause? Ja, ich komme mit Mila. Okay. Ja, safe. Auch Mila, kannst du auch mal sagen, dass sie nicht auf irgendwelche Jade schießen soll. Ja, die hat geschossen, weil ich dir das gesagt habe, du wusstest nicht, dass sie das sagt. Weil ich halte Todesangst. Hinter mir waren Männer mit langen Schuhen. Deine Mutter, Digga, ich hab dir 3-mal den Knarren im Kopf gehalten, du bist weitergerannt. Wie so ein Newset, Digga. Laber mich nicht mit Todesangst, Junge. Ich hatte riesige Angst vor sie, Sir. Ach, laber nicht. Ich komme ihm vorbei. Mach das, Mann. Bis gleich. Das. Oh, der ist böse auf uns. Okay, ja. Dann ist das ja nicht. Warte doch mal. Wasser. Mila, hör auf, damit ich kann dich nicht beschützen, Johnny stärker. Übertreib als nicht. Ja. So, eventuell haben wir jetzt aber noch irgendwas zu tun. Es gibt eine Medizinerin, ja. Die hat mich damals mal befreit aus dem Krankenhaus. Mhm. Die ist das auch vom John eine gute Freundin. Das Ding ist, die hat eine Schwester und diese Schwester war bei diesen komischen One-Niners oder wie die heißen. Irgendwie ist das da irgendwie jetzt gerade zu Bruch gegangen oder irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall durften da Leute einfach raus, wenn die nicht mehr wollten. Jetzt hat die und ihr Freund haben beschlossen, da rauszugehen. Ja. Ohne irgendwelche Konsequenzen. Und der Freund wurde von jetzt auf gleich einfach abgeknallt von denen. Und der ist jetzt tot. Ja, aber das Gesetz jetzt der Straße. Jetzt hat die Angst und das Ding ist... Die hat irgendwie noch diese Barbecue-Lounge oben. Ja. Das ist die Besitzerin davon. Ja,
Und die hat auch noch so ein Essenstruck, so ein, wie heißt das? Foodtruck? Foodtruck, genau. Ja. Und diese One-Niners haben jetzt. Wer zum Teufel sind One-Niners? Die wohnen da irgendwie unten, wo dieser Forum-Drive ist. Weißt du, was ich meine? Und die hat jetzt Angst, dass die umbringen, weil die auch die Gang verlassen. Ja, und weil die Papiere nicht rausrücken von diesem Foodtruck. Jetzt haben die uns gefragt, ob wir uns darum kümmern könnten. Was zahlen die? Ja, die würde uns auch Geld geben. Also die hat allein letztens irgendwie Essen im Wert von 20.000 hier gebracht, ne? Ja. Kennen wir die One-Niners? Kennen wir den Oge? Nö. Also willst du da hinfahren und sagen, pass auf? Wenn wir Geld damit verdienen, warum nicht? Dann sag dem, pass auf, die zahlt Schutzgeld an uns. Habt ihr Pech gehabt. So, wenn ihr da irgendwas tut, dann... Ja, und dann die Papiere rausrücken, ne? Die sollen die Papiere rausrücken. Ja, wir sollen den aber auch noch... Pass auf, Juni, entweder gehst du hin und holst deinen dicken, langen Schwanz raus und klatschen auf den Tisch, oder du gehst hin und sagst, die Frau Todesangst, die will einfach nur ihren Laden und die Auto weiterführen. Ihr habt schon den Motherfucker von seinem Typen umgebracht. Lass die in Ruhe. Ja, die sollen auch irgendwie so eine kleine Strafe dafür kriegen. Das heißt, wir hauen den einmal auf die Mütze oder so. Die sollen eine Strafe bekommen. Lassen die nicht mit sich machen. So viel Geld haben die nicht, damit wir auf der Straße Stress empfangen. So viel Geld hat die nicht. Gucken wir doch mal. Aber hat die Papiere jetzt von dem Foodtruck oder haben die Papiere? Nein, diese waren nein, deswegen sollen wir die doch von da holen, diese Papiere. Was sagen die anderen? Keine Ahnung, ich habe das erstmal euch gesagt. Ja, dann holt schon mal den Hase und so, ne? Ruf die mal alle zurück. Ruf die mal. Wir gehen nimm zum Nadis. Mach da mal. Kommt doch schon unser Auto. Komm, Mila. Ja. Ich brauche das Auto. Nein, hab ich nicht. Wie brauchst du dieses Auto? Gib mir das Auto, Juri. Ich muss kurz zum Nadis fahren. Woher kennst du mich? Ja, dein Freund hat gerade gesagt, dass du Juri heißt. Soll ich mir eine andere Juri? Nee. Mann. Gib mal dein Auto kurz. Ohne Witz. Aber machst du den Kopf jetzt? Nein, ich komme sofort wieder. Warte, ich muss Maul und klatsch dich um. Wer klatscht dich gleich, du Lutsch? Ja, was? Ey! Wo ist der Schlüssel? Hab ich. Aber mach bitte diesem Turboladergeräusch nicht, okay? Okay. Boah, erstmal ein Baum. Nochmal ein Baum. Und nochmal ein Baum. Nochmal ein Baum. Nochmal ein Baum. Egal, ich nehm deine Freundin nochmal mit. Auf geht's, Junge. Geh runter, ich nehm die Freundin jetzt von ihm mit. Ich komm mit, fahr ruhig. Schmeiß dich runter. Nein. Oh. Mila, steig aus. Boah, muss ich den echt abknallen? Können Sie gern tun, alles gut. Der kann das ab. Keiner füllt mein Tor. Dann lass doch einfach so fahren. Was ist denn aus, Mila? Bitte erschieß mich nicht, okay? Ich habe eine Panzer. Okay. In die Arme, oder steht der Schwanz hier. Alter. Was hast du gesagt? Hab schon gehört, was ich gesagt hab. Mila. Loser! Ich will mich nicht entschuldigen. Aber wir haben ihn fast getötet. Ja, und? Die haben geärgert. Ich hab dich nur beschützt. Weib! Was? Mach nicht hier jetzt so ein. Ich habe den bestimmt 12 Mal vom Kopf getreten. Und du hast ihn gesagt, angeschossen. Mila, du musst mich beschützen. Ich hab gemacht. Ja, und du hast mich... Okay, du musst dich nicht entschuldigen. Aber ich hab hier zwischen meinen Beinen Benjamin Blümchen-Torte von Upa Willy Wonka und die geben wir dem jetzt. Und die haben wir selber gebacken. Moment. Du musst dich nicht entschuldigen, dann entschuldige ich mich. Ich bin das Mädchen von uns beiden. Ich entschuldige mich und du guckst süß, okay? Aber dann. Und blamier mich nicht, vergiss nicht zu schlucken. Dann bist du ein Mädchen, wenn du... Was? Ja, wie gerade. Hast du alles ausgespuckt. Du entschuldigst dich und ich bereiche Torte. Ich entschuldige mich und du hältst die Klappe. Nein, ich will die Torte bereichen. Gib Gas jetzt. Von der lass ich mir gar nichts sagen. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss, ja. Guck meinen Bizeps an. Guck ihn dir an, Vibe. Jeden Tag ich Fitness X. Guck ihn dir an. Wer macht die Gurkengläser am auf? Du. Aber ich stehe daneben und sie stark aus. Jetzt gib Gas, los. Nischen. Halt die Klappe, sonst hau ich deinen Kopf wieder auf die Hupe. Hör auf zu flallen. Ich.
Papa, musst du jetzt wirklich eine Szene machen? Aber ich hab... Und das Guck dir den Bizeps an. Meinst du, der weint? Guck ihn dir an. Ist auch ein dummer Pisser. Fahr los jetzt. Warum ist der? Guck dir den 55er Oberarm an. Das Guck nichts. Ihn dir an. Fahr jetzt. Hör auf zu flennen. Du hast 1 Zentimeter Arm. Fahr jetzt. Boah, ich wollte gerade sagen, du willst was anderes sagen, ne? Ich kann nichts dafür, das ist genetisch. Sowohl als auch. Na und, dafür ist der dünn. Ist die Baustelle blöd? Bis jetzt, was ist das für ein Vehikel? Das ist ein... Hallo, willkommen. Wo ist Wies? Ich bin Mila Morgan. Hier. Ich bin Curtis Cole. Hallo, Mila Morgan. Ich stehe an einem Getränk und an einem Power. Hallo, sehr geehrte Yadis. Unser vergangenes Verhalten, / Gerede, hat euch vielleicht verletzt und oder beleidigt. Du hältst Dies du tut ein... uns... Mila, ihr habt mich fast umgebracht. Das geht nicht. Ich stehe hinter dir, Mila. Ich stehe hinter dir. Ja, ja. Halt die Klappe. Ich entschuldige mich. Du hast auf mich geschossen, ja, Mann. Pst, jetzt. Ja, das war ein Shot-Cola Call. Ja, genau. Call. Also mein oder unser Verhalten hat dich vielleicht verletzt und oder gekränkt. Genau. Dies tut uns wirklich sehr leid. Sehr gerne würden wir dich auf ein Eis und oder Getränk einladen. Ja, deine Wahl. Um uns zu entschuldigen und vielleicht über dies zu reden. Mila Eis essen gehen, Digga? Oh. Halt deine scheiß Schnauze. Mit freundlichen. Also, sehr gerne würden wir uns über weitere Zusammenarbeit freuen. Kuscheln. Mit freundlichen Grüßen, Paris und Mila. Und wir haben, wir haben dir noch was gebacken. Und gerne haben wir uns. Wir haben uns. Da bitte. Ja, bitte. Eine Tüte Blümchentorte. Also, Curtis, ja. Ich weiß, dass dir unsere Geschäftsbeziehung am Herzen liegt, aber dass deine Freundin ficken darf, dafür ist schon ziemlich halt hart, die oder? Fresse, die fickt dich mit dem Besen im Arsch, Mann. Das war ganz die Nummer vom Kopf kriegen. Du Lisa. Pisser, du Schwanz. Komm, Mila, wir hauen ab. Ja, Entschuldigung, ja, genau. Wir lassen die einfach hier stehen, die Loser. Ja, hallo. Ich bin eine Torte. Ja, ich hab die Teile mit deinem Schwanz. Dumm ist deine Mutter. Fick dich. Ciao, ciao. Deine Großmutter! Das ist du Hund! Den hab ich's voll gegeben. So. Wie hast du nicht da drauf? Da ist ein Motorrad. Hallo, das darfst du nicht machen. Ach, doch egal. Beschädigung. Oh, nicht machen. Hättest du musst krasser sein. Die haben das fast umgekippt. Oh ja. Was denn? Nichts, du bist voll krass. Hast du gesehen, wie ich dagegen gefahren bin? Ja, wow. Boah. Sein, dass wir den Dämmer nicht auf den Hals setzen. Was lachst du? Handbremse! Hast du dich verschluckt? Mila? Musst du kotzen? Alles gut. Warum weinst du? Du bist nur so schön. Ich bin schön. Ja. Gib mir 5 Sekunden, nein 6, ich muss die Latzhose losziehen. Die hat nämlich 2 Knöpfe. Du darfst nicht den Mund aufmachen, während wir fahren, sonst kommt eine Fliege in den Mund. Aua! Wer hat das Ding eingestellt? Sind die Toiletten eigentlich schon auf? Oh, apropos, aua. Oh. Mila, ich muss dir was zeigen. Die Toiletten sind Mila, ich muss dir was zeigen. Hör mir. Du musst, komm mal raus, bitte. Ich muss dir was zeigen. Ja, aber warte mal. Mila, komm raus jetzt. Warte, ich guck kurz was. Seid ihr tot? Nee, wir sind gegen diesen blauen Ding gefahren, auszusehen. Oh, aber wir haben die Karre getunt. Was geht hier nach, Hui? Doch, wir haben... Okay. Wusstet ihr, dass die Toiletten auf sind? Jetzt nach, ja, das haben wir Russe! Ist jetzt, wie soll ich jetzt meinen Onkel erklären, nach, Hui? Ja, sag es getuned. Ist Chip-Tuning. Neues Motherboard. Ist jetzt, der fickt mich in den Arsch so.
Und? Nicht neue Grafikkarten? Russe! Geh mal in die erste Toilette rein. Da im Klo ist der Letzte, der sich mit mir angelegt hat. Geh mal gucken. Hier ist keiner. Du sollst in die Toilette reingucken. Da ist der Letzte, der sich gegen mich angelegt hat. Ich glaube, da ist schon Gras drüber gewachsen. Nee? Ja, das sehe ich. Doch. Was redest du? Guck mal in die Toilette rein. Das ist doch nichts. Bist du blind oder so? Das ist wie behindert, das ist doch nichts. Wie ist die Tür ab? Ist der dumm? Geh du rein. Schau selber. Da ist ein Fuß drin. Schau selber, geh rein. Nö, ich geh jetzt weg. Und dein Auto, scheiße. Selber. Ich hab auf den Sessel gepupst. Ey, diese Aussage nimmst du jetzt zurück? Nö. Doch? Ich schnipp's mit dem Finger und 1000 Kopfnüsse werden auf Knie hageln. Ich bin der OG vom Junk Park. Ich sehe, ich bin OG vom Würfelpark. Gamba, das Problem ist, ja. Der bedroht mich. Du hast einen coolen Helm. Danke. Der bedroht mich. Hör auf damit. Der hat mein Auto kaputt gemacht, mein Golfkart. Hör auf damit. Schau, die hast du gehört, hör auf damit, dass du mein du Auto kaputt machst. Du sollst aufhören. Ja, ich oder er jetzt? Er. Was wir denn? Haben uns entschuldigt. Ja, kein Problem. Was denn? Warte, lass dich mal kurz mit der Mila alleine. Nö. Bitte. Was willst du von der? Bitte. Er könnte man die Haare auch rot. Ich bin Curtis Baumeister. Und was brauchst du? Können wir es eigentlich schaffen? Ja, können wir. Auch, ja. Hier läuft so ein Typo mit Adlermaske, nervt. Willst du fick ihn? Stech ihn ab. Von denen habe ich schon mal gehört. Ich bin mit dem Golfcar weggefahren, gegen die Mauer. Welche Mauer? Da vorne im Klo. Kaputt jetzt? Wer bist du? Wer bin ich? Der da. Komm mit, Mila. Ja. Was wollt ihr denn? Möchte gern OG Schweinslutscher. Nur kurz quatschen wegen gerade. Was denn? Dass das nicht öfter vorkommt. Hat er dich gemeckert? Nein, nur, dass das nicht öfter vorkommt. Aber hat er ganz locker gesagt. Dann hat der Glück, sonst hätten wir den heute Abend vor die Haustür geschissen. Du hättest das gemacht, hätte aufgepasst. War ich sehr böse? Wollte dir nur helfen. Ich weiß, aber du warst nicht böse. Du hast okay. Das gut gemacht. Danke. Die dreckigen Jäger müssen sterben. Achso, ja. Küss meinen Helm. Zeig ein bisschen Respekt vor die arbeitende Bevölkerung. Ich bin nämlich Bo Schneeler. Ja. Ja. Ich verleg dir Laminat. 1 Stunde. 150 Quadratmeter. Ich komme mit Cousins. Dämmer und so. Ich mache auch Außenfassade. Und ich stopfe auch dein Loch. Also ich mache das frei. Also, ne, auch Badezimmer mache ich auch. Das mache ich nicht damit. Darf ich euch kurz geistig verwirren? Wir sind schon geistig verwirrt. Darf ich euch noch mehr verwirren? Ich komme von Bausteller. Geil, wo ist dein Presslufthammer? Meine Hose. Und deine Bohrmaschine? Auch meine Hose. Willst du mal zu den Albus kommen, dann darfst du mit Bohrmaschinen arbeiten wie ein richtiger Albaner. Verpiss dich, ich weiß genau, du vermisst mich. Du Scheiße. Verpiss dich. Oha. Der meint dich, glaube ich. Auch dem Vogli mit der Adlermaske. Ja, okay. Okay. Also, ich blaste das Rohr frei. Wenn es verstopft ist. Und? Es ist schon alt genug, Junge. Halt deine scheiß Schnauze. Ich bechbaue deine Mutter. Wir haben die groß gemacht früher. Stiff, stiff, stiff. Wer sind die? Die ärgern mich. Ja, der.
Keine Ahnung. Ich knall die ab, ne? Du machst jetzt erstmal keine Faxen, ne? Okay, OG. Ich wär dabei, ich wär dabei, Mann. Mila! Hast du dich wieder beruhigt? Mila, ich bin jetzt OG, der OG, nicht mehr Curtis. Nein, ich bin Baustelle. Baustelle, okay, tut mir leid, Curtis. Wer sind die Typen da vorne? Weiß ich nicht. Ja, warum? Wie, warum? Die bringen eine Erfahrung, wer die sind. Ach, du doch, du bist doch der... Wer nein, ich bin Baustelle. OG. OGs machen das nicht, das machen ihre Runner. Ach ja? Ja, steig erstmal ins Bett mit denen, damit du ihr Geld bekommst. Dann rufen. Sorry, Mila. Leb wohl. Ey, geh weg. Los. Du Loser. Hm. Das meine, wir sind verlobt. Die kriegen ein paar schöne Augenringe. Hast du gefurzt? Du weißt schon, dass du eine weiße Hose hast, ne? Geh dich mal schnell umziehen. Ich bin ein guter OG, hab rausgefunden, wer das ist. Wer denn? Albaner. Riechst du, den... kannst du das, riechst du das? Mhm. Wir haben das Sucuk gerochen. Riech mal. Nein, diese Zierriechen. Und? Gefällt dir? Oder, ja. Gefällt dir auch? Gefällt dir auch das hier? Oh mein Gott. Darf ich mal dran ziehen? Du kannst ja, meine los. Rückenhaare ziehen. Ich nehme mir vor, dass... Wo ist Demba? Also ich bin Demba. Ach ja, Demba ist da. Wo ist der? Curtis, hallo? Demba, wo bist du? Ich bin... Das ist eine lange Geschichte. Ich bin im Kanal. Was machst du da? Ich hab einen Golfkart versenkt. Demba, du bist... Der Aufpasser im Junkie Park. Und hier stehen schon wieder Junkies und die versuchen, die Bäume zu klauen. Und du bist nicht da. Der Adlermann, der dich angemacht hat, ja, ne? Genau, der und seine Hombres. Ja, sein Hombre, ich hab sein verschissenes Golfkart im Fluss geparkt, das hab ich. Dann komm wieder und dann... Machen wir. Mach. Ja, ich muss den Wels erreichen. Okay. Ich hab einen Plan, wie ich die weglocken kann, ohne dass wir Ärger bekommen. Ja, mit Schimminski. Ja, so ungefähr. Undercover Kickbox. Ja. Fang wohl der Meini, der zweite von uns, war in einem Kampfsportverein. Genau. Bis Meini, gleich. Der Fettsack. Bis gleich. Piaggio Velado. Komm, du musst zu, wir müssen gleich weg, glaube ich. Ich bin Post. Achso. Was, Postbote? Hey, no, hello, hello, Mr. Postman. Hello, Mr. Postman. Hello, Post ist da. Bela. Jetzt gib mir erstmal die Nummer von diesem Biaggio. Wer bist du? Der ist, der dein Fahrzeug gegangen hat. Was, Ruhe, was gibst du mir Kreuz, Junge? Was hat er? Was willst du? Was willst du? Hast du ein Problem? Ja, schlag mich, ich knall dich ab. Hallo, ja, knall mich ab, mach mal. Mach ich auch. Mach. Was behandelst du mich immer so? Ich bin Baustelle. Du weißt ganz genau, was hier los ist, ne? Ja, ja was denn? Ich hab genug gefahren, weil die ist da mal gekommen. Ey, Bademeister, sonst geh mit dir eben auf Seite, Digga, und mach das mit dem. Hab ich dir doch vorhin gesagt? Ja, keine Ahnung. Vergessen. Ruhe jetzt. So, das ist die, Respektier mich, ich hab Helm auf. Ruf dich gleich zurück. Danke. Ja, das ist gut. Alleine. Mann, die nerven mich. Geh mich auf den Sack, ohne Witz. Also, Oha, Timer, was bist du so? 5-1-0-3. Klein Schlampe. 5-1-0-3. Gut, jetzt komm mal mit. Komm mal mit mich. Tyrese sollte wohl mir alle ins Bein pissen. Warum, warum leckst du ein Messer? Ich mag die Klinge an meiner Wange. So. Gefällt dir mir halt was? Ja, sexy, ne? Warum häng ich nur mit Idioten ab? Weiß ich selber nicht, guck dich da mal an. Warum? Ich komm von Baustelle. Hab bis jetzt ich hab halt die Außenfassade geworden. Gemacht. Oh, was hast du denn drauf gemacht? Farbe? Was für Farbe? Weiße? Artex? Nein. Und dann? Putz. Eben weiß er, da wäre so Eierschalen. Putz. Aber es gibt doch auch Putz mit Farbe. Ja, weiße. Ja, aber die hast du in deinem Gesicht, ne? Putz. Alles. Die Fresse. Halt du die Gesicht. Fresse. Ja. Was willst du?
Ich wollte nur sagen, was da vorne jetzt ist. Okay, Clem Schuf. Wir sollen vier Typen Mobs nehmen. Bist du jetzt auch beim Fraggle MC? Ich bin der Fraggle MC. Guck mal hier, hier noch eine Kutte, was draufsteht. Kuschelrock. Also, bist du der Präsident? Ja, sicher. Weißt du, warum meine Weste so eine Pisse stinkt? Nee, aber du wirst mir das gleich verraten. Ja, da musst du drauf pissen, ne? Damit der schön weich wird, der Däder. Ach so. Deshalb bricht die Stiefel um meine Pippel, ne? Ja, fass mal die Weste an. Ne, bitte, besser nicht. Fass jetzt mal an. Nee. Einmal ganz kurz. Pippel drauf. Du hast noch nie so ein weiches Gefühl, dann sag ich dir. Okay. Komm, fass an. Nee. Du hast meine Kutte anfassen, fass die Kutte an. Halt die Klappe, sonst rübst du nochmal. Okay. Johnny macht gerade 200.000 klar da vorne, deswegen. So wenig Geld nur? Der Typ bin ich, das ist ja gar nicht. 200.000 ist nicht viel Geld. Ja, doch, für mich schon. Guck mal mein Konto an. Sag mal. Kann ich jetzt so nicht zeigen, aber ich kann dir sagen. Sag mal. Ja, 4,5. Millionen? Das wäre schön. Warum hast du so wenig Geld? Arm bin. Ich krieg ja nie Geld. Ich krieg noch Kohle von dir, fällt mir gerade ein. Ich kann dir einen Job besorgen. Was für ich habe gestern ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Aber du musst dich ein bisschen schminken. Wie fernschminken? Der hat ein Gesicht, so ein bisschen Rouge und so. Was und muss Eyeliner. Ich da machen? Was muss ich da an machen? Eiern. Eiern? Ja, du musst an der Straße stehen. Ja. Und wenn ein Auto kommt und sagt, hey Puppe. Wo ist der Wichser mit dem Matschauge? Dann steigst du da ein. Ja. Dann machst du ganz fest die Augen zu. Ja. Und dann kriegst du $50. Ich stelle mich am Straßenrand und krieg $50. Ja. Ich stelle mich jetzt schon am Straßenrand. Okay. Du musst dich aber schminken. Ich bin doch schon geschminkt. So, guck mal, die Klinge ist mein Markenzeichen, dann ist meine Schminke. Ach so, so eine bist du also. Ja. Okay. Dann stell dich mal am Straßenrand. Zieh mal die Brille auf, Mädchen, du hast hübsche Augen. Ich hab dem Bastard sein Golfkart im Fluss versenkt. Ja. Ist der weg? Cyrus? Wer bist du? Beatty? Beatty. Beatty, okay, Black Temple. Ich nenne dich ab heute Illidan. Wie sollst du Knarren in der Hand? Aus Eigenschutzmaßnahme, Arbeitsamt, Sozialstunde, ja. Vor wem? Vor Gollum. Versicherungsbetrüger. Ich hab den Arzt auf den Kopf. Oh ja, Jutta, ich sitze nackt in meinem Taxi. Nein, nicht Jutta, ich bin Curtis. Oh, scheiße, Curtis. Du hast dich verwählt. Du nimmst dir Messer in die Hand. Ja. Und dann sagst du denen. Was willst du? Komm her. Was willst du? Hier musst du so mit dem Messer machen. Was willst du? Junge, ich hab den Dings von Streets gelernt, den Kombinationen. Ich kann sagen, verpiss mich, ich hab ne Knarre in der Hand, die wird schon einsetzen. Hallo? Ja, will ich jetzt Jutta? Ja, Jutta, ich hab nichts an. Ich sitze im Taxi. Ich kann nicht, bin am Kacken. Der Baumeister von Wish. Der Opa Willy Wonka hat mich angerufen, aber der hat sich verwählt. Der hat gesagt, ich sitze gerade nackt im Taxi und so. Was? Ja. Was ist das für ein Typ? Das ist der Opa Willy Wonka. Der wollte die Blutwurst mitbringen, der hat immer noch nicht mitgebracht. Und eine Kiste Ramsdorf-Kölsch. Ich glaube, ich fühle mich unterfordert. Oder und meinst du? Ja, da kommt nämlich keiner. Ja, die also, Leute, die dich anpacken, sind oben Nullen. Die Das ist mein Markenzeichen. Dieser Johnny tut immer sein auf Boss, ne? Ich glaube, wir stürzen den. Lass alle auf den springen. Huckepack. Wie heißt es nun mal bei den Piraten über die Planke schicken, ne? Meuterei, Meuterei. Nein, Palais verhandeln. Nein, Palais verhandeln, aber Meuterei machen wir. Dann ja, mach ich Arr. Der Arschloch. Boah, ein Pack. Lass eine Meuterei anzetteln. Wir machen Dings, Telefonstreich bei dem. Telefonstreich? Ja. Na, Mila, du Hure, was geht? Boah, Mila! Die weiß, wie ich das mein. Hure! Hure! Aha, aber wenn ich das sag, bekomm ich Ärger, ne? Ja, wir sind Huren-Buddies. Und wie machst du das SMS-Ton? Wie macht die Hure? Wie macht die Hure? Hure! Hure! Jetzt noch eine Geißel für $5. Nein. Bleib hier. Warum? Wir gehen, glaube ich, gleich weg. Ich? Wir müssen irgendwas machen. Aber
aber ich brauche 5 Dollar. Okay. Ich gebe dir 5, okay? Okay. Da. Und oh. Für den Rest gehst du für den dicken Körbsen im Keller was zu essen kaufen. Wir haben gestern... Oh. Danke. Kuss geht raus. Kuss geht... Was zum Teufel ist halt los? Heute ist echt gut, Alter. Heute ist richtig gut. Ja. Donnerstag. Warte. Mila, du musst dem dicken Körbsen was zu essen kaufen, ne? Wir ja, haben gestern wir haben den gestern nicht gefüttert. Ja, ich mach das bestimmt. Du musst den füttern, ne? Lass dem heute einfach Eierschalen reinwerfen. Rattenvieh bei dir in der Bude, oder was? Ne, wir haben einen... Die Mila hat aus zweiter Ehe einen Sohn mitgebracht. Den verstecken wir im Keller. Okay. Der heißt Körbsen. Körbsen? Körbsenbusch, oder was? Der Fettsack? Nein, so dick ist der gar nicht. Nur, der hat nur ganz dicke Oberschenkel, aber dünnen Körper oben. Ja. Und dicken Hals. Trotzdem sag ich Fettsack. Nein, sowas sagt man nicht. Hast du den selber geboren? Doch, ich nein, der hat den nicht geboren. Wer hat den denn geboren? Mila musste groß und dann war der auf einmal da. Ja, der ist passiert. Der ist einfach passiert. Hast du den nicht gefragt, wo kommst du her? Der ist passiert. Hat der nicht gesagt, ich komme aus... Nein. Nein? Ja, das war doch schon. Was zum Teufel? Ich hab den keine Worte beigebracht. Der kann nur U. Der kann nur U sagen. Ach, ist das auch eine Hure? Ja. Eine dicke Hure? Also mein Foto von schon wie ein 18-Zylinder Gazelle mit 412 PS V12 Motor von Seite Kfz Mechatronik Achterani Gazelle mit. Ja, so ungefähr. Rülpst der auch immer? Wie ein Schwein. Fall der Schwanzlutscher. Richtiger Schweinehund. Wieso hast du den nicht Joghurt genannt? Seit wann schmeißen wir hier so mit Beleidigungen rum? Wir sind voll die Asozialen. Hat den trotzdem gerne. Ja? Weil das ist mein Sohn, Mann. Nicht Rübe. Lack, wer sind die Bowlers? Und spawnen, man. Das ist Prey. Ist das der PlayStation? Ich kenne euch gar nicht. Wo ist der Prey? Und? Lack, lauf vernünftig, sonst kriegst du einen geklatscht. Und spawnen, man. Hallo, ich will nur... Weil du Wong Turf Fool. Wrong Turf. Ich bin von den Nachbarskindern. Nimm mal, das, nimm mal die Gardine aus dem Mund weg, sonst knallt da einer. Nein, das Flag von den Nachbarskindern, das habe ich gerade gekauft. Also. Er hat Angst vor dir. Im Flagshop. Dreckiger Assi. Wir sind richtig asozial, nur noch Beleidigungen kommen hier. Genau. Immer diese Kanaken. Den ganzen Tag. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Immer diese Knochen-Kinaken. Knochen-Kinaken. Dann ist eins nicht das. Ich meine, das Wort bedeutet Mensch. Was bedeutet so Mensch? Kanaka heißt Mensch. So hat mir mal ein guter Libaneser Freund das erklärt. Aber man sagt es trotzdem nicht. Das ist herabwürdigend. Ihr seid alles gute Kanaken. Hört auf damit. Oder seid dreckige Schweine-Nazis. Dann will ich nichts mit euch zu tun haben. Ich hab doch nur gesagt, dass ihr gute Menschen seid. Du hast mir das gerade beigebracht. Hey, ja, aber das sagt man trotzdem nicht. Gib mein Taschengeld endlich. Oh, oh, oh. Alles cool. Beruhig dich, Mann. Ich hab kein Geld. Ja, ich warne dich. 2 Tage hast du Zeit. Ich hab gerade Auto gekauft. Ich hab noch 67 Penny. Interessiert mich nicht. Oha. Was ist los mit dem? Hat auf Superman-Heft geschlafen. Ja, richtig, einer von uns. Machst du meine Torte an? Nein, ich labere deine Torte nicht an. Die labert mich an. Laberst du seine Torte an? Riech an ihrem Finger. Tu es. Ich grad schon meine Riech an ihrem Finger. Riech dran. Riech dran. Das war mein Arsch. Ich hab den schon geschmeckt. Gefällt dir das? Das kannst du auch in der Dose kaufen. Da hab ich wieder frischen Atem, na herrlich. Riech mal. Bam. Max,
Drecksnase. Da ist echt der Wurm drin, wie eine Tequila-Flasche. Wieso mal eine Knarre in der Hand, Mann? Aus Selbstsicherheit, Schutz, Ministeriums, Justizanstalt. Gut, machen wir mit. Ich hab Magic Mushmoves. Sehen Sie nicht, der Herr, der hat keine Knarre in der Hand als eine Nagelpistole. Genau, das ist eine Nagelpistole. Ich hab gerade Dachdecker gemacht. Das erste, was ich hier gelernt habe, immer einen Klappstuhl mitnehmen. Ja, Klappstuhl ist immer gut. Ah ja, ist gemütlich. Ich habe einen faltbaren. Den habe ich in meiner Hosentasche. Ich habe einen dreieckigen. Guck mal, ich brauche gar keinen Klappstuhl. Meine Hose ist so steif. Mila, willst du einen Magic Mushmu? Magic Mushmu? Wo gehen die hin? Wo ist Joni? Ich schaffe das. Ohne Herzinfarkt. Wo geht der hin? Wo geht der? Wir fahren nur mal kurz gucken, ob die da sind. Wo ist denn Johnny? Der steht da hinten. Okay, danke. Wo ist Johnny? Nicht dafür. Der steht vorne an der Ecke. Steht, dann viel Spaß und sagt mir mal Bescheid, wenn ihr irgendwas erreicht habt, ne? Ja, klar. Ja. Und wer bist du? Ich. Ja. Nils. Das ist eine Freundin von Johnny. Jules. Der Johnny hat keine Freundin, der ist hässlich. Wer bist du? Aber das ist das perfekte Gegenbeispiel und sie ist ich bin der älteste Baumeister. Ich baue die besten Dubis in der Stadt. Ja, das kannst du richtig. Also, Junge, das ist. Was denn? Ja. Johnny. Warte, ich bin im Telefonieren. Immer noch? Ja. Und jetzt? Ich bin dein Portigal, ich beschütze dich. Versucht, aber da war bis jetzt noch keiner da. Jedes Mal, wo ich dann hingefahren bin, wo ich dann wirklich gerade frei hatte oder so und hingehen wollte, war keiner da. Aber ich wollte das auf jeden Fall noch machen. Warum? Wer hat mit wem geredet? Achso, okay, und? Ah, nee, doch, der Jack, der hat sogar mit einem von denen telefoniert. Und dann habe ich zu denen gesagt, stimmt, ich habe zu dem gesagt, dass der eine Ansage drücken soll, dass die nichts mit dem BOM machen sollen. Okay. Und dann meinte der zu mir, dass die BOM nur durch zufällig da ist und die machen wirklich nichts mit denen so zusammen. Aber ich habe dir vergessen, das zu sagen, stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall küssen sie sich ja oben, glaube ich, alle im Norden. Mit dem südlichen Chapter hier zusammen. Ja, da kannst du auch. Pass dich, Junus Telepon. Pass dich. Mr. Juni telefoniert. Okay, ich halte mich, davon. Los, mach dich ab mit dem Reifen. Okay, okay. Alter, das ist schon traurig. Das ist ein Armutszeugnis, Mann, ohne Witz. Ja, ich hab schon wieder eine Kerze angemacht. Ja, das geht überhaupt nicht, Alter. Also tut mir leid. Und ich hab nicht ohne Grund einen Teil von der Route genommen und dann sofort wieder abgegeben. Weißt du, was ich meine? Weil dieses.
Ja, allgemein, damit das einfach mal auch ein bisschen, da, sag ich mal, gemindert wird, dass da nicht drei Gangs irgendwie auf der Route drauf sind, Johnny, sondern Professor, gemindert. Vielleicht nur zwei oder hinterher nur noch sehr eine, eloquent. Weißt du? Kommt drauf an, ob Stress habt, Da Vinci. Ja, aber das ist unfair, wenn da irgendjemand drauf geht, man, dann geht der hinterher zu dritt drauf und das ist einfach Kacke. Das gehört sich so nicht, Mann. Dirty, Mainboard war kaputt. Ja, außerdem habt ihr dadurch auch noch einen Vorteil gehabt mit der Kohle, dass ihr mehr Kohle verdient. Klar habt ihr ein bisschen mehr Arbeit oder so, aber am Ende zählt immer das ein bisschen, was das Geld sagt. Weißt du, was ich meine? Und für mich war einfach nur wichtig, dass ich weiterhin Pilze bekomme und die dann halt kostenlos. Ja, das weiß ich so oder so. Ich wollte sowieso mit dir eigentlich reden. Aber haben wir dir oh, gesagt, Telefon, dass wir jemanden... Doch, haben wir dir doch gesagt, haben wir mit dir geredet drüber. Diesen Assassino. Oha, der Relax, das Relax-Mode ist ja, ja voll ja. Geil. Der hat ja da so no zwei way. Typen, ne? Die da... Das ist voll nice. Ich, also... Tach, ich's nie. Das ist eine ganz, ganz linke Tour, was die Mexis da fahren. Ja, man, die bösen Mexis. Dankeschön, weiß ich Bescheid, aber... Ja, aber ich sagte selbst, dann mache ich das immer noch alleine. Also was hier manchmal auf dem Server abgeht, ne, ab und zu ja, das stimmt, ja. Kriegst du so Clips geschickt, wie Leute in der Gruppe stehen von 20 Mann und dann sagen die so, ja, der Junkie-Pack drückt auf dem Handy auf den Knopf und dann sind 20 Leute auf einmal ja. Da. So, als hätten wir so einen Meta-Discord und auch. So. Da weiß richtig ich schlimm, davon. Alter. Oder wir würden ja, mit den Jadis zusammen kuscheln und so ein Kack. Ja, ist doch besser so, glaub mir das. Ja, die haben eine Fantasie, alle. Ja. Oh, der Winnie ja, ist auch cool. Ich schätze dich glücklich, dass die das machen wollen, Mann. Bin cool. All solche Geschichten habe ich schon gehört. Ja, weil das einfach linke Hunde sind. Das sind einfach linke Hunde. Ja, genau, so Spaß in der Arbeit. Halt euch statt mit denen da, die sind auf jeden Fall korrekt, Mann. Alles klar. Biu, biu. Ja, du dich auch. Abschlepper. So. Ich bin fertig mit dem Telefonat. Was ist denn mit dem Fischer heute noch? 22 bis 0 Uhr, ne? Weil der Punk ja. Hat mich schon angerufen. Achso, ja, einer wollte sich melden da irgendwie oder so, ne? Und was jetzt mit dieser Frau? Die gibt 200.000 dafür. Das ist aber okay. Wenig, ne? Ne, sind eh nur 4-5 Leute. Ja, das hat ja nichts damit zu tun, und wenn das nur einer ist. Nein, ich hab die Jungs gefragt und die Jungs wollen das machen für 200.000. Okay. Wenn die damit cool sind, dann bin ich damit auch cool. Scheiß drauf. Oder? Ja. Haben oder nicht? Eben. Unity eben, ist kein Hardcore-PC-Server. Aber ich wollte irgendwas anderes fragen, ich weiß nicht mehr. Warst du eigentlich im Krankenhaus vorhin? Ich hab dich da rumgefahren. Ja. Ja? Ich hab, siehst du nicht meine Dings am Hals krause? Ja, dann hast du keine Schmerzen? Brauchst ich hab Tablette? Ibu, ich hab Tabletten bekommen, Novoline und ja, so. Ja, nimm die doch mal. Hab doch schon. Ja? Novoline 3000, 50er-fach hab ich bekommen. Diesen und einen Bauarbeiterhelm. Hier, ich geb dir welche, die sind besser. Aber mir wird immer schwarz vor Auge. Egal, nimm. Ach, die Ibus? Ja, nimm die, sind besser. Ich hab Bauarbeiterhelm. Ja, ich seh den das. Den kann man nicht kaufen, ne? Den habe ich vom Lazy Lizard bekommen. Ist das so? Vom Taxichef. Ich muss dir nachher was zeigen, Alter. Aber nicht deinen Schwanz. Nee. Okay. Oh mein Gott, ich muss dir was zeigen. Wir müssen irgendjemand drauf ansetzen, dass er sich das Ding an den Nagel reißt. Was, Taxi? Nee, was Besseres. Was denn? Komm mal schnell mit. Boah, ist der schnell. Alter. Meldet schöner dich. Wo ist der hin? Die Blitzbibel. Oh, boah. Boah. Halbe Körbsen habe ich bekommen. Bist du schnell. Hast du ein Tablett schon genommen? Nee. Boah, ich nehm dir. Oh, mir ist schwindelig. Ich hab Hyperventilator gemacht. Boah,
Oh, schon wieder direkt schwarz vor den Augen. Ja, das legt sich ja wieder, aber später geht's ja besser dadurch. Boah, das Auto ist schnell, ne? Ja, ja. So teuer wie Sau. Das von Bretzmann. Ja. Ja. Oh, was denn hier? Meine Buschdela. Verstecken sich im PD? Was sind das da für welche? Wer versteckt sich im PD? Ja, ist. Ja, sollen die sich im PD verstecken? Kriegen wir noch. Ja, gut, 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 gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir machen das schon. Alles klar, danke. Was denn mit dem Nagel reißen? Junge, zeig ich dir, steig mal aus. Hä? Geh mal hier rein. Was ist das? Ja, Arcade. Oh. Wirklich? Oha! Das ja. Gehört uns! Ja, und soll ich was sagen? Das gehört uns! Ja, soll ich dir was zeigen? Das übernehmen! Da bin ich! Ich hab zeigen? Meine eigene Nakade! Soll ich dir was zeigen? Komm mal mit! Ich hab meine eigene Nakade! Hallo! Komm mal mit! Und Nasal, der Whipper ist auch hier! Du wirst aus dem Staunen nicht mehr rauskommen! Das gehört uns! Geh sofort die Anträge ändern! Beeil dich! Ganz alte Comics! Guck mal hier! Guck mal hier. Oh mein Gott. Ja, ja, nimm ja. Nimm Fahrrad mit Kette. Oh. Wir müssen die Anträge sofort ändern. Wir wieso? Machen Arcade auf. Soll noch einer machen? Guck dir das nee, hier das an. Ist zu teuer sonst. Ach du heilige Oha. Oha, ja. Halbe Munte. Schau mal runter hier. Oha. Guck mal, da geht's doch weiter. Oha. Ist das nicht heftig? Das gehört uns. Guck's dir einfach an. Okay, das gehört uns. Das gehört einfach uns. Wir müssen Bobern rufen. Ich will keine Oberstraße mehr. Das ist heftig, oder? Sag mal, kann man hier oben spielen? Weiß ich nicht. Boah, ich muss. Vielleicht ist es nicht oben. Ich gehe nur oben. Oha. Ist das krank oder krank? Das ist unser. Oder gehört das wem? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Ich habe hier noch niemanden gesehen. Guck krank, mal, so ne? Gumele und ich sind da tote Täubchen. Und eine Katze. Boah. Da bin ich. Boah, ich zock jetzt. Du schaffst das. Das ist so knapp. Mila. Hallo, wo bist du? Mila. Ja. Ich muss dir gleich was zeigen. Wo bist du? Ich habe ein Hochzeitgeschenk. Was denn? Hier ist ein Liebesmeter, man kann seinen Schwanz da reinstecken. Und, oh, wie verliebt bin ich? Warte. Oh, ich bin hot and heavy. Und zizzlen, oh mein Gott. Ich bin hot and heavy. Ich muss dir das zeigen.
Irgendwas hat mich, glaube ich, gebissen. Oha! Halbe HC Dizzy! Oh, meine Fettfinger schon. Oh, warte, wo komme ich denn? Mila, die Alter. Jungs nehmen dich mit, geh mit den Jungs mit. Wir müssen das nehmen. Aber ich glaube, das gehört jemandem. Geh hallo? Mit den Jungs mit, geh mit den Jungs mit, die kommen alle her. Die stehen aber alle hier. Ja, sag denen, die sollen dich mitnehmen. Aber hier geht keiner los. Da geht keiner los, Johnny. Ja, vielleicht sind die unterwegs, die anderen. Dann fahr mit dem Auto, weißt ja, du. Ja, dann soll die anderen Jungs von uns. Dann sag den Jungs, wir fahren alle zu der Bäckerei. Gegenüber von der Bäckerei. Gegenüber davon. Beim Tiglana. Leute, ich soll sagen, wir fahren alle. Du, Johnny, du musst deinen Schwanz da reinstecken. Das sind doch, warum lachst du? Zeig mal, ich überhole den Heavy. Jetzt hier einfach so? Ja, in das Loch. Sicher? Ja, das ist ein Lobometer. Ich weiß nicht. Doch. Der testet dich, deine Geilheit. Soll ich mein Jaro jetzt echt stehen? Ja, der. Oh, du bist warmer Bruder. Was sagst du? Oh, der springt fast auf Fluschet. Ja, rein hier. Nein, nicht so. Nicht die Hüfte bewegen. Nicht? Ganz locker. Nein, nochmal. Ui. Fast sizzling, fast sizzling. Warte, du Dreckschwein. Komm hoch. Yeah. Bah, rasier dich mal. Sieht aus wie ein Urwald. Die Busch ist wichtig. Oh, freihändig kriegst du sogar nur 50 extra Punkte. Oh, guck mal, die Steampunk-Lampe. Die ist hübsch. Das gehört uns jetzt, ne? Ja. Guck mal hier. Ich hab mein eigenes Spiel. Oh, Wahrsagerin, ne? Ja. Okay. Na, sag, zeig mir dein Herz. Na, sag, ach so, man muss Geld. Ich hab kein Kleingeld dabei. Du Hure. Aber Toilette ist abgeschlossen. Ne, hier oben ist noch einer, komm mit. Ja, Lazy Lizard. Servus. Servus. Der meine Hasche und Blutwurst dabei. Der was? Was? Ich hab kaum auf was sagen. Ich kann dir dein. Kann, willst du den Helm holen? Ich würde ihn holen, ich stehe gerade bei. Ich bin gegenüber von einer Bäckerei. Gegenüber von der Bäckerei? Ja, dann bin ich ja hier ganz falsch. Ja, komm her. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, ich bin okay. Leute. Tschüss. Tschüss. Willkommen, willkommen. Treten Sie ein. Zur Arkade. Kommt alle rein! Mila, komm ja, schnell rein! Der Kader ist super! Was ist denn? Komm schnell! Der Kader ist Mila, ich hab mein eigenes Videospiel. Guck hier. Space Monkey. Ich bin hier dran zu spielen. Mila, komm direkt. Mit, komm mit, komm mit! Wir zeigen euch noch mehr, kommt mal mit! Nein, komm schnell, Mila, komm schnell! Guck mal, das ist ein Lovometer, ne? Halt mal meine Hand. Okay. Halt die. Jetzt tue ich meinen Schwanz da rein. Mal gucken, ob wir auf Sizzling kommen. Komm. Du musst meine Hand festhalten. Ich hab grad heute den Heavy schon geschafft. Und Johnny war bei warmer Bruder. Na, immer noch heute den Heavy. Komm mit, da ist ein Wahrsager. Komm mit. Hier, die Hure, da musst du einen Penny reinwerfen. Ein Penny. Und dann kannst du die eine Frage fragen. Bin ich eine geile Chick? Nein! Oha. Hure. Der Hure. Pff. Dama, wo bist du?
Gus, du bist der schlechteste Cousin auf der ganzen Welt. Ja, erzähl mir was Neues. Ich werd hier einfach am Park stehen gelassen mit Bitsy. Die Mila hat euch gesagt, dass wir wegfahren. Nein, uns hat keiner gesagt, komm, dass wir wegfahren. Dann komm, fahr zum Tiglala. Wir sind Tiglala? Daneben im Arcade. Daneben im Arcade. Beim Tiglala. Beim Tiglala. Komm schnell. Komm schnell. Oh. Hallo. Oh, irgendwie hat er darüber. Ich weiß nicht, ob das den 187 dann gehört oder ob das nur Gelaber war, weiß ich nicht. Das gehört uns. Ja, wir wollen das beanspruchen. Kennt ihr schon den Keller? Ja, das ist ja das Geile dran. Das ist ein halber Munte. Dort ist schon schön das Ding. Zufahrt wäre noch geil dahin. Eine Zufahrt in den Keller? Ja, dass man Autos reinstellen kann. Guck mal, ich habe mein eigenes Arcade-Spiel. Und bekomme nicht mal die Mäntel dafür. Hasse alles hier. Okay. Überall verliere ich. Loser. Willst du den Helm wieder? Ja, würde ich wieder mitnehmen. War mal so abgemacht. Okay. Pünktlich. Siehst du, ich habe nur gesagt, du bekommst den Mäntel. Ehrenhaft. Du bitteschön. Tippitoppi. Jetzt sehe ich aber dumm aus. Hattest du nicht vorher eine Cap? Warte, ich gucke in meine Tasche. Ja. Hast du kurz Zeit? Ja, kurz, ja. Der hat sich wilde Topos. Und alte Sockenficker? Ja, schick. Der zockt mal. Gehen wir hier ein? Ja. Läuft. Pang, das ist hingefallen. Idiot. Wer? Der Max ist hingefallen. Bin ich Idiot. Der Max hat auf den Spielautomaten geschissen. Goofy, guck mal, ich hab meinen eigenen Arcade. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Ja, du musst gucken, das ist Fluffy Curtis. Du musst immer über den Mond springen. Warte, ich mach das. Ich mach Highscore. Ich hab schon Highscore. Was ist dein Rekord? 7-1-0. Ich hab verloren. Ich mach nochmal. Ich hab schon wieder verloren. Mach nochmal. Dieses Flackern kommt von den Tabletten. Weil ich Redox drauf hab, wird das schwarz. Das nervt mich auch irgendwie. Nö, das ist voll gut. Guck mal hier. Hier kann man Grand Theft Auto spielen. Ich will rennfahren. Ja, dann setz dich hin. Oh, ich muss gleich City anrufen. Und da vorne kann man sich eine Wand angucken. Das ist die Mauer nach Hogwarts. Zum gleichen neuen Drapfel. Die haben die rausgerissen. Man muss schon echt der Profi sein, um sich eine Wand anzugucken. Boah, das ist cool hier. Willst du dich auf meinen Schoß setzen? Okay, wenn du schon so fragst. Warte. Ich rutsch rüber, warte, so. Hau ab. Wo sind denn alle? Draußen. Das hat mir gerade Flashbacks gegeben. Weißt du noch, wie wir zusammen im Bett lagen und du mir meinen Kopf gestreichelt hast? Polizei? Oh, Pfeife, oh, Pfeife, oh! Dreckige Schweine. Bill und so kommen jetzt auch. Das ist schon krass, ne? Ja, aber man verdient damit nichts, ne? Nur Pennies. Egal. Aber das ist auch gut für eine Geiselnahme, ne? Ja. Spieler, Pibis! Hau rein! Tschüss! Wer war das? Lazy Lizard. Der Taxi-Chef. Das ist gut für eine Geiselnahme. Da kann man eine locker 50, 100.000 Geiseln drin tun. Das stimmt allerdings. Unten im Keller. Passende Menge rein. Hure! Warum sagst du sowas? Weiß hey! Nicht. John! Ja. Komm nochmal. Los, schieß den Zauberspruch!
Was? Das ist doch knapp. Wir beide bekommen wieder nichts mit, ne? War mir zu hoch. Mhm. Ah, deswegen hast du heute kein Parfüm drauf. Heute kein Frauenbesuch. Nee. Dann mal komm, geh da rein. Zocken eine Runde. Geh da rein. Wo? Hier vorne. Hier vorne? Wo ist denn Mila schon wieder? Sie ist verlaufen. Mila ist da hinten die Straße runtergerannt. Ach so, John. Ja? Ich kann dich nicht mehr riechen. Wo bist du? Ich geh nach Hause. Aber du rennst nach Hause? Ja. Gehst du higher? Chillig. Was? Chillig? Ja, geh ich. Warum sagst du nicht Bescheid? Ich hab dich nicht gesehen. Hast du mich? Ich hab dich nicht gesehen. Kannst du mich nicht mehr leiden? Ich hab... Was hast du? Du sollst schlucken. Ich hab dich nicht gesehen. Wie kann man mich übersehen? Ich bin voll geil. Ich weiß nicht, wo du warst. Ich hab geguckt. Warum bist du so aus der Atem? Hast du jemanden angeknutscht? Ich bin gerannt. Warst du am Rumlecken mit einem? Ich bin gerannt. Mach mal A. Okay. Ja. Warum verlässt du mich nicht nach Hause fahren? Du kannst ja noch kommen. Nö, ich hab kein Auto. Ja, okay, ja, dann egal, dann laufe ich weiter. Gehst du Super Nintendo? Ich weiß nicht, ob ich Super Nintendo heute spiele. Kein Problem. Okay. Ja, hau rein. Ja, hau rein, Alter. Los. Sachen machen. Wie bitte? Machen Sachen, Sachen. Nichts machen. Verbrechen rächen. Sachen, Sachen. Ging, ging. Ging, ging. In the Fred. Nein, du bist ein Dummkopf. Hallo? Ja, wo bist du hin? Im geheimen Bunker. Ah, bist du im Keller? Ja, das ist doch kein Keller, das ist Atombunker. Das ist ein ganz normaler, hausüblicher Keller. Ja, genau, das habe ich auch. Nein, das hast du nicht. Du hast nicht mal einen Schlafcouch. Genau deswegen ist das Atombunker. Das ist unser Laden, ne? Nee. Doch, wir haben gekauft mit Geld. Hier werde ich mich für immer verstecken. Ja. Aber zuerst muss jemanden abknallen. Okay, ich bin oben, ich warte auf dich. Komm. Runter vom Auto und sieht gut aus. Okay, okay. Sollen wir beim Johnny eine Meuterei machen? Wer hat nicht abgezogen auf Toilette? Können wir. Goofy. War das nicht. Aber wenn da so kleine Hasenköttel sind, war Guffel das. Der Keller ist ultra krass. Kann das mein Zimmer sein? Willst du Meuterei machen bei Johnny? Ja, der denkt immer, der wäre der OG. Der wäre der Boss, der Baba. Genau. Aber der ist nix, der ist Dreck unter meinem Fuß. Lass den mit dem Nacken packen und zusammenschlagen. Genau. Lamba geht ihn beißen. Einer hält ihn fest, der andere küsst ihn. Geht nicht, ich hab Schimmelzahn. What a Ficky! What a Ficky! Ula! Das krieg ich wieder in die Fresse. Will das Feier machen? Im Keller? Bei Craig bist du ganz alt am Abfurzen, du ekelhafte Mistsau. Du bist so ein dreckiger, stinkender Wichser, ne? Ja, lass mich doch. Alles, was keine Lüge stinkt einfach. Du stinkst einfach wie eine Drecksau. Und dann willst du mal alle Weiber haben. Ja, und keiner will dich. Fick dich. Du krankes Schwein. Geh dir mal deine Fußnägel schneiden, du Penner. Genau, und wasch Scheiße. Zufälligerweise mal deine Klamotten, bitte. Wenn du die Hose aussiehst, die wird stehen. Nee, du, die trage ich erst seit gestern. Ja, das reicht bei dir, du bist so schmutzig. Das reicht schon. Bei dir geht die Waschmaschine kaputt.
Du fettiger Demba. Boy. Genau. Du hast nicht keine Waschmaschine. Demba, dein Pips kommt. Na und, weil du Mieser am Kanal wascht. Verluftung. Du stinkst meine einfach so erbärmlich, ne? Wichser. Geh mal ins Krankenhaus, du bist verwest von innen. Ja, du ekliger Wichser. Du. Dich kann man nur anrotzen. Protzt er sich selber auf Sam, der Dude. Johnny. Ja. Ich will, dass wir Gruppenabstimmung machen. Ja. Wir müssen. Craig soll mal duschen. Können wir denn einfach ja. Den Junkie Park mit dem Garten? Der stinkt sowas von erbärmlich, ne? Bei der Geiselnahme Bahn, also halt's Maul. Die Fresse, Sanitella. Bah. Genau. Ich glaube. Und wer versteckt sich jetzt im PD? Die Typen, die wir suchen für 200. Oh mein Gott. Warum verstecken die sich im PD? Keine Ahnung. Woher wissen die, dass wir die suchen? Keine Ahnung. Immer diese Bienen. Ja, eigentlich wollte ich Geister spielen, aber jetzt ist schon. Du ekliger Bastard. Du musst dich jetzt aus dem EP raus und so. Und wir haben nur das Gespräch mit Fischer heute. Ist das wirklich unser Laden? Ja. Ja. Den haben wir gekauft. Ja. Ja. Hör das. Ruf doch mal den Lügen an, frag mal, ob der was damit zu tun hat. Aber der sagt eh, ja, das gehört uns. Und dann gibt's Krieg. Wo habt ihr so viel Geld her? Das hat der, der Curtis Bar bezahlt. Genau. Word? Okay, how? Klappstuhl, dann. Oh. Nee. Ja, die saß eben auf meinem Schoß, sah aus der Zettel der Sohn auf dem Schoß. Da, wenn der auf deinem Schoß sitzt, sieht das aus der Zettel so eine Handpuppe. Haben sie ihre Medizin genommen? Ja. Beide? Eine. Oh, eine. Eine noch? Gar keinen mehr? Einen mehr? Wer hat den letzten genommen? Warum hast du eigentlich eine kurze Hose an und einen Rollkragenpullover? Das ist mein Rollkragenpulli-T-Shirt. Ich hab nur mit Idioten zu tun. Jeminik. Was ist das für ein schickes Auto eigentlich hier? Das vom Dretzmann. Der ist schick. Das ist der Ferrari M5. Nimm dir einen Klappstuhl. Tosse Rossa. Schick schön. Ich hab nur die Brille da gekauft. Diesen Rollkragenpulli-T-Shirt habe ich schon seit 7 Jahren. Dein Brummen hört sich an wie ein 18-Zylinder-Geselle mit 412 PS V12 Motor von Seite Kfz-Mechatronik an die Achterranik-Geselle. Ich bin der gleichen Meinung, Geselle. Apotozano! Ich feier es! Hölle! Bro, die mit ihren Kack-Soundboards immer, ne, Alter. Man of Hunt sein Charlie Cats. Was machst du diese Gedanken? Kannst du aufhören damit, bitte? Junge, der geht mir richtig auf den Sack, gleich fick ich den. Mit seiner verkackten Mucke, Alter. Benson, Dankeschön für den Host mit 370 Kurpas. Und herzlich willkommen. Ach. BT. Ja. Yeah. Gleich fick ich dich, ne? Echt? Hör auf damit. Womit? Ja, mit deinen komischen MP3-Player-Scheiße. Jetzt bin ich dich die ganze Zeit. Ja, ist mir egal, weil das ist, ich fick euch gleich. Lüge. Lüge euch selber. Ich bin so geboren. Ich wurde so geboren. Auf was wartet mich hier? Ich weiß nicht genau. Dass mein Arsch auf hier kommt. Ich hau jetzt auch auf. Ich wollte schlafen gehen. Ja, ich gehe auch jetzt hier. Mach Platz, du Hässling. Das hat sich ja schnell aufgelöst. Der Logan ist nicht im Telefon. Was ist mit dem Gespräch mit dem Fischer? Ich weiß nicht, ich ruf vor der Kieselstein. Komm, dann fahren wir dahin. Lack, der geht nicht rein, der Frank. Bruder, was für Off-Day. Ich war eine Woche weg, Mann. Da kann ich dort streamen. Was ist mit dir? Nächste Woche wieder ganz normal. Oder soll ich offline gehen? Soll ich morgen nicht kommen? Okay. Was geht ab, Simba? Und danke für den Restart am 6. Und auch Harry, danke für den Restart am 11. Ich kotze ab, danke für den Prime 5.
Schönes Auto, ne? Dankeschön für den Restart im 16. Ja. Ist teuer. Wir haben letztes Mal jemanden abgestochen vom Dingens. Was? Wir haben letztes Mal jemanden abgestochen. Hier beim Circle Cast. Warum? Weil er frech war. Ja, aber da sticht man den nur nicht ab. Doch, da war so ein richtiger Albrecht. Wer ist ein Albrecht? Der, weißt du nicht mehr, der Polizeichef von früher noch, wo wir klein waren? War hier mal so ein Polizeichef, der hieß Albrecht. Keiner da. Du da. Oh, das ist ein Rückerl, ne? Ja, mal gucken. Brauchst du einen? Tag. Nö. Tag. Brauchst du Tabletten? Nö. Sicher. Brauchst du Pläte? Ja. Gut. Nö. Wo ist der Frank? Pläte. Ist schlafen. Hä? Ist das dein Ernst? Ist der dumm? Naja. Wo ist Jan? So. Schlafen. Wollen mich verarschen? Vielleicht. Weiß ich nicht. Ja gut. Oh, ja. Da kommen die doch. Pisst euch hier oder wollt den Brett? Was denn? Hörde, steht das Angebot mit Mila noch? Wollt ihr ein Brett oder was, fucking Ali? Willst du gleich wieder dich entschuldigen? Nö. Ja, gib mal Torte, wo gibt's die? Lack, ich hab Reese gegeben. Was ich will auch eine, wo gibt's die denn? Gibt's später. Ja, da soll ich die teilen. Nee, komm auf Seite. Obwohl, warte, ich hab noch mal eine Runde hier. Ich geb dir jetzt da, heb vom Boden auf, Bitch. Wollt ihr nicht einen Holländer begrüßen jetzt, bevor ihr hinkommt? Keiner Ehrenlose. Grüß dich, hey, Kollege. Du bist so ehrenlos. Warum bin ich ehrenlos? Ich hoffe, du triffst auf Lego. Jos. Ja. Ich habe noch was. Will einer ein Kinder-Country? Oder ein Knappers? Dicke. Warte, ich schmeiß das einfach in die Runde wie bei Karneval. Aber Curtis, die Tor hat geschmeckt. Ich danke nochmal. Ja, kein Ding. Ich hab die mit meinen Füßen gemacht. Ja. Danke, Digga. Ich finde, deine Füße haben echt gutes Aroma. Danke. Du stinkst. Was machen die? Oh, der Kinder-Country hab ich auch gefahren. Was wollt ihr bei dem Kieselstein? Wir wollten hier einziehen. Geld bezahlen. Ja. Wir holen uns das Schutzgeld ab. Der Frank zahlt kein Schutzgeld. Wo ist denn Frank überhaupt? Der ist Penn. Ah, so wie immer, alte Männer und so. Ja. Oh. Nein, eigentlich sind wir nur wegen Link hier. Wegen wen? Aber Curtis, ich dachte, du bist der Oge von den Yardies. Ja, bin ich doch. Du kannst doch nicht von beiden sein. Ich bin Oge von den Yardies. Also aber, doch jetzt auch Oge von Kiez. Guck, hier ist mein Flag. Sehr gut, sehr gut. 200k, das gibt ein Brett. Alles klar. Ich muss hier durch. Ich trinke eine Milch. Ich wollte dich umarmen. Was mache ich denn hier? Ja, wegen Link. Wer ist ein Link? Von Zelda? Link. Das ist unser Anwalt. Ach, das ist ein Anwalt? Das ist unser Anwalt. Ach, kannst du für mich zu fesseln? Der Anwalt. Okay. Link ist aber der Anwalt, Junge. Ja. Ja, wieso stehst du nicht auf Fesselspielchen? Nö. Sicher? Boah, ich könnte jetzt was sagen, aber ich würde dein ganzes Leben zerstören, wenn ich das sage. Erzähl, das ist schon kaputt. Ja, mach mal. Würde ich auf Fesselspielchen stehen, hätte deine Mutter dir das schon gesagt. Du darfst mich nicht hauen. Warte, du bist mein Cousin. Weg. Du Fee, du hast noch meine Mutter beleidigt. Warum? Die haben eure Tante beleidigt. Vorher. Das ist mein Bruder. Ach so. Ich meine, dass du nur platonisch. Ey, Onkel. Auch. Du siehst zwar nicht heute so sexy aus. Du hast ne Dingens gelassen. Ist heute irgendwie schlecht gelaufen. Was macht denn der Rocker hier? Nee. Was ein Rocker? Holen die Rocker sich wieder aus beim Kieselstein? Zieh die Kutte aus. Boah, bitte geh mal da hin und schrei, zieh die Kutte aus, bitte. Wo, wer? Wo ist ein Rocker? Das ist ein Arzt. Das war ein OG-Call. Ich kann nicht schreien. Nee, er ist Arzt. Also, Hör auf zu hupen! Alter, gleich Klatsche. So, zack, ist die Scheibe kaputt. Willst du mehr? Hör auf damit. Hupe geht aber noch. Ja, Blinker geht nicht. Mach mal Dings an. Nee, warte, geht gar nicht. Der regt mich auf. Ach, Curtis. Oh, das ist bist ein Mädchen. Oh. Ja. Das ist Günther. Hallo. Ich habe keine größeren Titten als was ich. Geht? Wie, was geht? Was bist du denn, Mann? Ich brauche einen Ziegenhirte, der mitkommt kurz. Warum sagst du, was geht? Sag dir auch Digga und so. Wir haben da Schaf doch im Kreis. Sir? Oh, warte, Onkel, Hilfe! Lass mich, ich muss hier raus! Nee. Oh, hör doch mal auf zu hupen! Haben wir ab? Ja.
Wer wie schnell fährt hat? Oh, ich zieh den gleich aus dem Auto raus. Oh, nein, du hattest recht, Paragon ist uns zwei Sitze. Sieht gut aus! Genial, ich lieb die. Ich würde gerne mehr mit dem kuscheln. Küss sie doch. Boah, die sind echt pennen gegangen. Der soll noch einmal kommen und sagen, auf uns kein Verlass. Ja, das ist schon ein bisschen kacke, ne, Alter. Ja, aber vielleicht hatten die ganz dolle Kopfschmerzen, ne? Ne, die sind einfach wieder verpeilt. Ja, aber der soll mal aufhören, so viel zu kiffen. Mit seinem dreckigen Grinder, sonst hau ich dem das in den Schnauze. Wo fahren wir jetzt? United. Ist irgendein Spasti mit unserem Auto hier hingefahren? Spasti. Doch, und hat den einfach hier stehen lassen, Alter. Wo? Ja, hinter uns, der Jugler. Das ist unser? Ja. Ich hab Schlüssel, ne? Jo. Das geht. Na, du süße Erdbeere. Doch, doch, doch. Bist du sicher? Sieht gut aus. Keine Ahnung, Alter. Das ist echt unser Auto, ne? Ja, und ist durchgezogen. Halt das, Alter, du dreckiger Zuhälter. Was ist deine Mutter? Ey, weißt du, okay, wie er gerade mit dem... Wie, ja, was anschaffen, du? Homie. Aber Homie, what's your back, Homie? Yeah. Ja, yeah, you're on a wrong turf, fool. Was geht ab, Boy? Ey, das ist bestimmt so ein Fetischding, Mann. Hast du schon mal überlegt, so Escort zu machen und so, Mann? Nö, ich will kein Pizza ausliefern. Warum nicht? Was kann Geld bringen? Ich geb dir Cola dafür, Mann. Du kriegst gleich eine Bombe. Und eines Tages übernimmst du eine das Pep-Bombe. Geschäft, ha? Warum redest du so, als würdest du dir eine Füße spielen? Weil ich mir gerne an die Füße spiele, ha? Bah, du Ekelhaften. Was hast du nur überhaupt für Schuhe an? Die waren teuer, Mann. Cowboy-Stiefel? Mhm. Nein, das sind so Slip-Ins, ha? Du kriegst gleich Slip-Ins? Die kannst du auch haben, Mann. Du musst nur einsteigen ins Geschäft, Homie. Was ist denn mit dem? Keine Ahnung, wo. Nimmt der Tabletten? Der macht sein Geld einfach so. Je. Du kriegst gleich je. Was ist mit dir? Aber das ist für eine Sexhotline? Hast du Stühlen, du Affe? Wir müssen noch irgendwie gucken, dass wir über die Runden kommen, Mann. Du kommst gleich über ganz andere Runden. Ja, darüber verhandeln wir dann nochmal. Ja, verhandeln geht nix. Warum nicht? Was ich mit dir nicht verhandle. Soll ich einfach einen Festpreis machen? Ich mach dir gleich einen Festpreis. Nur mal ein bisschen Abstand. Sonst packe ich dir gleich meinen Kung-Fu-Tritt aus. Oh oh. Das ist wieder so ein Fetisch-Ding. Dann mach ich mal lieber einen Meter. Mit dem Finger werde ich dich zerstören. Nein, nein, das musst du dir für die Kunden aufheben, Homie. Was für Kunden, Bruder? Ja, deine Kunden, Mann. Was ist denn ein Tribal-Tattoo, Junge? Was quatscht du mich überhaupt an? Was ist denn das am Arm, Junge? Was ist das in deinem Gesicht, Mann? Ich bin bei der Insane Clown Posse. Ich merke schon. Ja, merkst du das, hey, Bruder, Homie? Was denn? Los, nimm mal den Jule mit. Ja, Johnny, der Typ macht mir Angst. Warum? Weiß nicht, der redet komisch. Gib mir mal deine Nummer, Mann. Ich ruf dich dann an, wenn ich einen Kunden hab, ja? Ja. Aber saug den schon mal leer, du bist besser als ich. Zum Teufel. Junge. Nicht an. Die Karre mal direkt daneben neben den Stellplatz da vorne. Okay. Was ist das für ein Auto? Kann ich da hinfahren? Ja, klar. Okay. Danke. Für dich immer gerne. Was war denn das für ein Typ gerade? Johnny. Welcher? Der Typ da bei den United-Leuten.
Der, weißt du, wie der mit mir geredet hat? Weißt du, wie der mit mir geredet hat? Wie denn? Ja, so. Der, Homie. Ich kann so Dings besorgen, Homie. Ja, ach, so. Nein, sag jetzt, ich hab keinen Schlüssel. Ich hab Schlüssel, soll ich machen? Hast du Fahrzeugschein dafür? Ich hab kein Fahrzeugschein. Weißt du, was derjenige gemacht hat, der das abgestellt hat? Hat diesen, hat den United-Typen noch einen Schlüssel dafür gegeben. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, Alter. Ich, ne, ich hab keinen Schein dafür. Ja, dann fahr den erstmal zurück. Muss mal gucken. Was zum... Was ist denn hier los? Jetzt zieh mein Pickles Whistling, Junge. Junge, ey, weißt du, wer mit dem Jugular Ocelot gerade rumgefahren ist? Nein, ich will auch gerade suchen. Derjenige ist zu United-Leute hingefahren, hat den abgestellt, hat den noch Schlüssel dafür gegeben. Hallo? Hallo? Ja, boah. Yeah. Ne, Finn ruft gerade an, deswegen, der will... Ne, keine Ahnung, TK Unwich, wir haben gerade noch was mit so einem Jugular Ocelot. Ja, sollen wir da hochfahren und gucken, wer da ist, oder wart ihr schon da? Wo? Wir waren da, wir haben den Wagen gerade geholt. Ach so, ist er das? Okay. Junge, ja. Wer vergibt einfach den Schlüssel dafür und so ein Scheiß? Das gilt doch nicht! Das kann doch nicht sein, Digga. Wir müssen gucken, wer den Fahrzeugschein hat. Wir müssen alle Autoschlösser wechseln. Alle. Was ist denn hier schon wieder los? Heute ist echt wild, Alter. Geht eine Menge ab. Adrian, danke schön für den Resub am 33. Showtime. Danke für den Resub am 19. Benson hatten wir uns bedankt. Oberst, danke für den Resub am 16. Die ohne mein Geld, danke schön. Nee, Bonix ist auf Computer. Let's go. Aber es gibt tatsächlich auch RP auf PlayStation, geht ja online. Hey, los. Los. Ja, Zalameer, was ist denn hier schon mal los? Ich hab gerade schon eine genannt. Hallo. Tag. Nur weil der mir meine 2000 Dollar nicht geben wollte, John. Der. Und ja. Oh, komm mal. Hä? Ja. Der Wichser. Hallo. Hallo. Ruf bitte jemand an. Warum hast du eine Maske auf? Weil ich damit besser meine Emotionen ausdrücken kann. Deine Emotionen? Die ganze Stunde im Dojo haben sich gelohnt. Okay. Ich hab von dir und Johnny gelernt. Guck, wie er so schon kämpft. Natürlich, ich hab den Crack umgeboxt in Sockenficker. Ja, das ist aber nicht schwer. Ey, das war unfair. Der hat mich kein einziges Mal getroffen. Ich bin ausgeweicht wie eine flinke Gazelle. Der Russe hat gerade gefragt, wo sein Roller ist. Was? Ach so, das haben wir mehr geworfen. Ich weiß, ich war mit dem mal drin. Fuck. Du musst auch lernen, wie man kämpft, Curtis. Jo, aber du musst mich trainieren. Das kann der BT, der Johnny oder ich machen. Warte mal, ist das Mila? Komm, dabei kommst du. Warum liegst du im Weg? Wo warst Hallo? Du? Ich dachte, du willst schlafen. Ja, ich hab noch... Was hast du? Ja, ich hab noch kurz was erledigt. Bei der Polizei. Du hast mein Herz gebrochen. Warum?
Mit wem warst du? Bei der Polizei war ich kurz. Ich wollte noch kurz was sagen. Ja, was ist los? Was denn? Kai, du bist nicht nach anderen. Was? Oh. Was okay, weißt du was? Der Paul ist mir egal, was du tust. Ich mach mit! Er hat den Schlüssel umgeschmissen und ist abgehauen. Und wie war der gekleidet? Komplett schwarz. T-Shirt, Pulli schwarz oder? Ja, ich weiß Bescheid. Ja, danke. Hammer hart, Alter. Was denn? Ja, aber es haben Leute Schlüssel zu Autos gekriegt, die halt nicht dazugehören. Wo liegst du mal? Ja, nee, nicht nur von Hase. Also ich habe zum Beispiel gar keine Schlüssel rausgegeben. Nur an Leute, wo... Da müssen wir Schlüssel vertauschen. Nur an Leute, wo ich extra gefragt habe, ob wir an den Schlüssel weitergeben dürfen. Warum waren in dem Auto Schlüssel drin? Hä? Ja, die machen wir morgen von jedem Auto. Ich glaube, nee, von Memo keine Schlüssel halt. Drin. Achso, so meinst du das. Ja, aber haben wir zu allen Autos die Papiere? Ruhe. Kollege. Ihr wird nicht rumgesimt. Von den Jugulas auf jeden Fall, von dem Ocelot. Aber wenn er vom Ocelot hatte, dann hatte der bestimmt auch von anderen. Also müssen wir von ausgehen. Ja, aber wir... Boah. Ja, eben, keine also, bekommen einen Schlüssel. Ich würde sagen, der Schlüssel hat an irgendwelche Leute weitergegeben worden, die sie halt nicht hätten weitergeben dürfen. Hallo. 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 Wolltest du nicht schlafen gehen? Ihr seid lange oder hast nicht. Du wieder was zu klären? Warte mal, ich dachte... Ich dachte, du wärst Kuyo. Schrei nicht so rum! Ich brauche Mediziner. Ich brauche Mediziner, aua. Ja. Danke. Was? Da müssen wir Schlösser tauschen. Gute Nacht, ey, Leute. Ja. Resten von jedem Auto, wirklich. Auch ein FedEx. Ja, es passiert halt. Ja, kümmer dich ruhig um die ganzen Typen. Kümmer dich ruhig. Hier ist Mila. Auf Glück war nicht auf meiner Seite. Jungs und Leo. Aber bei Leo hab ich dich nicht gefragt. Ich geh jetzt pellen. Passiert nichts mehr. Schlaf bis morgen. Hier. Machen Sie, Dude. Wir wollten mal. Wie weit bist du? Ich gepennt, ja, Jungs. Ticket war vorher OG. Gut, gut, gut. Und jetzt. Hallo, warum bist du traurig? Wegen dir. Warum? Weil du. Ich darf nie eifersüchtig sein. Ich darf mir nie Sorgen machen. Immer sagen. Aber warum machst du dir denn Sorgen? Weil du was machst und mir nicht sagst. Aber ich mach das gar nicht. Sonst schlag ich dir die Zellen aus dem Mund. Mach überhaupt. Ja, und geh doch. Geh und komm nicht wieder. Und weißt du, warum ich gehe? Weil ich nie was mache. Du dummer Penner, du denkst immer, was ich... Ich kann dir gar nicht zuhören, mein Blick ist... Fuck hallo! You. Fuck you! Nein! Fick dich! Ich bin eine Mauer! Nein! Geh! Soll ich dir sagen, warum ich gehe? Ja, weil du mich immer stehen lässt einfach. Mann, weil ich dir nichts bedeute. Nicht stehen. Du bist ein Ärgerer. Immer! Wo ärgere ich du, Schlammblut? Auf dem Mount Chiliad, als wir gekuschelt haben. Wir waren nicht auf dem Mount Chiliad.
Das war der beste Dienstag meines Lebens. Und du sagst, du gehst schlafen und treibst dich in der Stadt rum. Ich wollte schlafen und dann war ich bei der Polizei. Mhm. Was hast du gemacht? Ich wollte kurz fragen, wie das abgeht, wenn man heiratet. Und der so, ja, wir zwei heiraten. Und ich so, wie wir zwei heiraten. Also hast du wieder geflirtet? Nein, ich hab nicht geflirtet. Er wollte heiraten. Und ich so, das mit uns beiden. Wir sind zwei verschiedene Welten. Das funktioniert nicht. Und sowas. Und dann bin ich weggerannt. Hierher. Das hättest du mir sagen können, als ich dir einen Verlobungsantrag gemacht habe, dass unsere Welten zu unterschiedlich sind, ne? Ja, aber unsere Welten sind doch nicht verschieden. Ja, das hast du gerade gesagt. Nein, ich meine, die von mir und dem Polizeimann, der mich heiraten wollte. Dann heiratet ihn doch. Aber ich will den doch gar nicht heiraten. Du schläfst heute auf Couch. Nein, du schläfst heute auf der Couch. Du auch. Weil wir haben kein Bett. Das ist kaputt. Der Körbsen ist drauf rumgesprungen. Müssen wir wieder auf dem Boden schlafen, weil die Couch ist auch kaputt. Warum ist die Couch kaputt? Die habe ich jetzt auf dem Sperrmüll gepackt, weil du sagtest, Mila, die Couch ist kaputt. Ja, die hat nach Schwanz gestunken. Weil ich im Sommer nackt drauf gepennt habe. Ah, das ist das Problem. Hast du was zu trinken? Ich habe echt ganz schön Durst. Ganz dolle. Ganz, ganz dolle Durst. Nein, ich habe richtig dolle Durst. Bitte, ich habe... Da. So dolle Durst, danke. Ich will, dass du Samba. Ich wollte schlafen gehen. Du weißt, was das bedeutet, wenn ich traurig bin, ne? Wie du mich aufmunterst. Wie denn? Was muss ich... Warum? Modenschau und Kissenschlacht. Ja, gut. Das war kein Nein, Mann. Wir sind nicht Cringe sein Vater, Junge. Ich bin der Ur-Urgroßvater von Cringe, Junge. Aber das macht richtig Bock, das ist lustig. Gefällt mich. Hat Schnute gemacht. Ach ja. Ist der Juni online? War klar, dass der nicht da ist. Ach, der Thai ist heute auch nicht da, deshalb... Ah, herbe Wummer. Okay, vielleicht hat er gestern vergessen. Dup, dubi, dup, dup. Ach, keine Ahnung, ich finde jetzt keinen. Ist egal. Naja, Wall ist auch nicht da, die sind alle schon pennen. Die Schweine. Hat Schnute gemacht, kein Host, ab ins Bett. Ich bedanke mich recht herzlich für den Support, für alles. Ich liebe euch. Klar, weil er da war, zockt denn der? Ja, aber der zockt kein GTA, Junge. Nein, hab ich jetzt keinen Bock zu kurz, mega. Geht Walle gucken, wenn ihr Bock drauf habt. Geht irgendwo hin, wo ihr Bock drauf habt. Du solltest demnächst mal Opa Willi hosten. Ich sollte demnächst mal den hosten, wo ich möchte. Bruder, ist kein Diss gegen dich und so, aber ich entscheide das für mich selber. Und ich bin da sehr vorsichtig, weil das Drama geben kann immer. Wir hatten selbst ganz, ganz früher sogar intern schon mal Drama. Da hat der Edel sich mit irgendwem gestritten, ich weiß nicht mehr mit wem. Weil ich immer jemanden von uns gehostet habe und den anderen dann nicht und dann habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich das mache, dann mache ich das für mich, weil ich mich dazu entscheide. Aber, ne? Ich bedanke mich, ich liebe euch. Danke für alles. Madison McJackson, danke auch schon für die 500 Bits. Sehe ich gerade, sorry. Wir sehen uns morgen. Bleibt gesund. Lasst euch nicht anquatschen und lasst euch nicht ärgern. Und seid lieb, wenn ihr irgendwo anders gucken geht.
Für mich hat heute Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch auch. Ja, Verdugo, das war jetzt auch kein Schuss gegen dich. Das ist alles gut, Bruder. Ich will halt nur so kommunizieren, damit jeder Bescheid weiß, der gerade noch zuhört, okay? Hat Spaß gemacht? Gut. Dann bis morgen. Und Benson, danke nochmal. Tschüss.